Schönen guten Abend heute hier bei Carnation wieder. Bei uns zu Gast ist der liebe Toni von Cairo Finance. Toni, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Perfekt, also von mir auch einen wunderschönen Abend. Toni, mein Spitzname, mein voller Name, Gian Antonio Tuada, bin 30 Jahre alt, geboren in Österreich, hört man wahrscheinlich von meinem Akzent, ne? Bin seit, versteht man mich eigentlich oder muss ich mir mehr Mühe geben, Hochdeutsch zu sprechen? Wie schaut es bei euch aus? Keine Beschwerden, dann dürft ihr ihn haben. Perfekt. Perfekt, perfekt. Und ich höre mich irgendwie doppelt. Okay, jetzt geht's wieder. Perfekt. Genau, also 2012, 2014, sowas um den Dreh herum, bin ich das erste Mal auf Cryptocurrency, auf Bitcoin gestoßen. Auch durch, sage ich mal, Network Marketing. Weil das habe ich damals mit 18 Jahren gestartet und so bin ich dann eben in Kontakt gekommen durch BitClub Network und anderen Systemen, sage ich mal, habe aber sehr schnell, sage ich mal, den richtigen Use Case hinter Bitcoin auch kennenlernen dürfen, habe da auch dann schon Bitcoins gekauft, das heißt bei Kursen von 300 bis 700 Dollar und hatte dann aber auch, wo ich jetzt sagen kann, zum Glück Probleme mit meiner Hausbank, weil ich hatte da einen Deal, da ist nicht um viel Geld gegangen, habe aber 5.000 Dollar im Wert von Bitcoins irgendeinen Deutschen verkauft, habe ihm die Bitcoins gesendet und der hat mir halt Geld auf meinem Bankkonto gesendet. Und am nächsten Tag, keine Ahnung, habe ich ungefähr 25 Anrufe reinbekommen, habe aber nicht abgehoben, weil ich die Nummer nicht kannte. Und dann hat mich meine Mom angerufen und hat gesagt, du musst sofort zur Bank, wegen Geldwäsche, keine Ahnung, hin und her. Dann bin ich zur Bank gefahren, habe nicht gewusst, um was es hier geht. Und dann habe ich ihm halt erklärt, ja, diese 5.000 Euro Eingang, das war ein Bitcoin-Deal. Und ich weiß zwar nicht, wie es jetzt ist, aber damals, 2014, war das ein kompletter No-Go. Also der hat sofort in der Zentrale angerufen in Wien und hat gemeint... Hallo, Toni, ich höre dich nicht mehr. Hört er mich nicht mehr? Ich höre ihn gut. Okay, da dürfte es kurz technische Gebrechen geben. Okay, das heißt... Es ist angeblich auch schon ein schweres Unwetter im Anmarsch. Also wenn man in Österreich wohnt, sollte man mal seine Sachen in Sicherheit bringen. Das heißt, ja, der hat dann bei der Zentrale angerufen in Wien und nach 10 Minuten oder nach 20 Minuten telefonieren hat er gemeint, okay, Herr Tuada, wir müssen alle ihre Bankkonten schließen, Lebensversicherungen und so weiter und so fort, weil mit solchen Leuten wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Gesagt, getan, die haben alles geschlossen bei mir und seitdem bin ich eigentlich so gut, wie es geht, bankless. Das heißt, ich bin da all in Krypto reingegangen und das war eigentlich auch eins meiner besten Investments. Habe dann 2017 den ersten Bullrun mitgenommen, hatte einige Millionen am Konto, war aber so schlau, vielleicht wie der ein oder andere hier, der vielleicht heuer oder voriges Jahr den ersten Bullrun mitgenommen hat, dass ich wirklich keinen einzigen Coin verkauft habe. Und somit habe ich dann auch den kompletten Bärenmarkt wieder mitgenommen und war dann im Endeffekt auf plus minus null. Und habe bis heute eigentlich wirklich sehr viel gehalten. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich glaube an die Technologie, ich glaube an diese Coins oder an diesen Token, an diese Projekte, die ich hier investiert habe. Und ich bin mir sicher, wenn ich die länger halte, dass die wieder ins Plus gehen. War dann auch so und habe dann aber auch letztes Jahr, sage ich mal, viel Profite genommen und habe gesagt, okay, jetzt muss ich ein bisschen Risiko minimieren. Weil ich war wirklich all in Krypto, habe mir dann Haus, Uhren und so weiter und so fort, das heißt andere Assets und andere Investments getätigt, bin aber noch immer, glaube ich, mit circa so 70-80% von meinem Vermögen in Krypto drinnen. Zurzeit habe ich eine 50-50 Aufteilung, das heißt 50% habe ich in Bitcoin und Ethereum und 50% bin ich in Stablecoins drinnen,
weil es halt gerade extrem schwierig ist zu sagen, wo der Markt hingeht. Ne? Und so bin ich auf allen Seiten gut aufgestellt mit 50-50. Und ja, in den letzten 2 Jahren habe ich mich halt extrem in den Sektor DeFi spezialisiert. Genau, Yield Farming, Liquidity Mining, Stacking, weil ich diese Möglichkeit halt extrem cool gefunden habe, dass ich hier keine Drittpartei mehr vertrauen muss. Generell ich als Person, was schon 2014 damals Probleme hatte mit Banken und da schon sehr wenig Vertrauen hatte, fand das halt extrem cool mit diesen Smart Contracts, mit diesen intelligenten Verträgen, was wirklich heutzutage alles möglich ist, dezentral zu swappen auf dezentralen Börsen, diese dezentrale Börsenliquidität zur Verfügung zu stellen und eben sich mit die Coins, die man eh schon besitzt, ein passives Einkommen aufbauen kann. Und habe das auch zu Peak mit ca. 20 bis 25 Millionen betrieben, habe auch über 2 Millionen Profit rausgezogen, hatte aber natürlich auch Fehlinvestitionen drinnen, wo ich mal so auch 100 Ethereum verloren habe. Wieso und weshalb? Auf das werden wir dann wahrscheinlich später noch in diesem Call drauf kommen. Das heißt, ihr werdet heute auch sicher einiges lernen dürfen aus diesem Sektor, weil man muss auch im DeFi-Space, nicht nur weil es sehr gefährlich ist, weil sehr viele Protokolle auch gehackt werden, sondern auch, weil meistens solche Tokens wie von Yield Aggregators oder dezentralen Börsen meistens als Reward-Token hergenommen werden und dadurch der Token sehr, sehr inflationär ist. Und wenn man dann seine Profits in diesen Token haltet, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass man da, sag ich mal, an Value verliert. Ja, das war kurz meine Geschichte. Kurz und knackig, na, aber auf jeden Fall sehr spannend. Das heißt, du hast schon einiges an Erfahrung sammeln dürfen. Genau, genau. Du bist ja nicht der Developer, sondern du bist einer der CEOs, gell? Genau, also ich bin der Founder, das heißt, ich hatte die ganze Idee im Hintergrund, wie wir das eben aufsetzen mit der Tokenomics. Ich habe mir da wirklich sehr viele Gedanken gemacht, natürlich auch mit dem Developer-Team, weil die können ja dann auch sagen, okay, das ist möglich oder nicht, ja, weil das eine ist eine Idee im Kopf und das andere ist die Umsetzung, ne? Aber ich sage mal so, das meiste ist halt aus meinem Kopf, sage ich mal, jetzt entstanden und aus meinen Erfahrungen, die ich machen habe, dürfen in diesem Bereich. Und ich denke, wir haben hier wirklich so gut wie es geht alle Fehler oder alle Sachen, die nicht gut sind, aus diesem Bereich ausgemerzt. Und ich denke auch, dass so perfekte Produkte entstehen. Es gibt immer Vorreiter und dann gibt es halt andere, die schauen sich diese Projekte an, lernen aus diesen Fehlern und machen es einfach besser. Und so sage ich halt immer, Sachen entstehen durch Nischen. Und so ist auch Google entstanden. Google war auch nicht die erste Suchmaschine und Facebook war auch nicht die erste Social Media Plattform. Ne? Und ja, so ist halt auch Cairo Finance entstanden. Das heißt, eigentlich durch Schwächen von Yield Aggregatoren, von Dexen, die einen sehr, sehr inflationären Token haben. Und ich mir halt gedacht habe, okay, wie kann man das Ganze besser machen? Ja. Wie groß ist das Team derzeit, das an dem Projekt arbeitet? Boah, also wir haben jetzt, also im Developer-Team sind es ungefähr 10 Leute. Also warum ungefähr? Weil es ist halt so, ab und zu hören wir halt wieder mehr Leute an, dass wir halt mehr Ressourcen haben, dass wir schneller developen können und dann wird halt wieder ein bisschen abgebaut. Ja, aber ich sag mal, das Kernteam, was von Anfang an da ist und auch bleibt, weil die tauschen wir natürlich nicht aus, das sind so 5 bis 6 Leute. Aber zurzeit sind bei uns angestellt über 10 Developer. Marketing-Team, da weiß ich gar nicht, wie viele Leute das im Hintergrund sind, weil es ist auch ein eigenes Team, was schon für andere Projekte auch mitgearbeitet hat. Wir haben da auch schon oft, also was heißt oft, wir haben da schon auch mit mehreren verschiedenen zusammengearbeitet, wie Flex.io,
oder Coinzilla und so weiter und so fort. Wie zufrieden waren wir damit? Ich sag mal so lala. Man muss halt auch sagen, wir sind direkt im Bärenmarkt gestartet, haben aber trotzdem im ICO 3 Millionen geraced. Also das war eigentlich nicht schlecht. Aber ich sag mal so, es geht mehr. Also komplett zufrieden war ich nicht. Die jetzige Marketingfirma, mit der wir zusammenarbeitet, hat uns eine sehr gute Roadmap ausgearbeitet, wo jetzt eine Mischung drin ist von sehr großen YouTubern, auch sehr viele kleine YouTuber, dann auch Billboard-Werbung in Amerika auf der Broad Avenue, dann auch Trending auf CoinMarketCap, Binance und so weiter und so fort. Und das wird dann halt alles in einen Zug gemacht. Nicht, dass man sagt, okay, ich schalte jetzt einfach nur Trending und dann ist es halt auf Trending, oder ich schalte jetzt hier mal eine Bannerwerbung und so weiter und so fort. Das heißt, da ist wirklich ein Plan dahinter. Und wir testen mal, wie gesagt, diese Firma für die nächsten 3 Monate jetzt und werden mal sehen, was dabei rauskommt. Ich bin aber sehr gute Dinge. Und ja, das heißt, Marketing-Team weiß ich jetzt nicht genau, aber ich schätze auch, dass es circa, also in der Gruppe sind jetzt 5 bis 6 Leute. Dann bin ich noch mit meinem Geschäftspartner und ja, das heißt, ich denke mal so in Summe 15 bis 20 Leute. Ja. Und quasi du und dein Geschäftspartner, ihr seid die Köpfe des Ganzen. Genau. Also mein Geschäftspartner, der ist eher mehr für den Offline-Vertrieb tätig und ich bin halt im Hintergrund und manage das Ganze halt mit den Programmierern, mit dem Marketing-Team und so weiter und so fort. Das heißt, ich delegiere eigentlich nur mehr die meisten Sachen und bin halt im Hintergrund sehr aktiv im Testen von den Sachen, wie die halt eben funktionieren, ob das auch alles reibungslos funktioniert und ja. Alles klar. Und mit dem Background, was kann man sich da, was gibt es da so zu wissen? Gibt es irgendwelche Eckdaten für uns? Wie bitte? Ob du ein paar Eckdaten für uns hast, zu dem seinem Background, wie was der quasi... Von meinem anderen Geschäftspartner? Genau. Ja, der ist auch schon seit, keine Ahnung, also jahrelange Vertriebserfahrung, auch schon sehr viele Unternehmen mit aufgebaut im Millionenbereich, also sehr große Strukturen, ist auch im deutschsprachigen Raum, glaube ich, sehr bekannt. Und ja. Okay. Und ihr macht quasi Cairo Finance. Genau. Finance, DeFi, wir haben das Thema ja schon angesprochen. Was kann man sich so bei euch, wenn man sich jetzt auf die, wenn man jetzt hört Cairo Finance, was kann man sich darunter vorstellen? Mhm. Kann ich hier auch eine Bildschirmübertragung machen? Ja. Gerne. Okay. Also hier sieht man mal auch unseren Kurs. Aber zu den gehen wir vielleicht dann später. Sieht man meinen Bildschirm? Ja, man sieht ihn. Perfekt. Also, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, was ist Cairo Finance? Also Cairo Finance ist ein Yield Aggregator. Was ein Yield Aggregator ist, zu dem kommen wir auch noch dazu. Und man sieht es auch schon in der Überschrift, wir sind der erste deflationäre Yield Aggregator. Was das auch noch ganz genau bedeutet, zu dem kommen wir auch gleich. Das heißt, Cairo ist ein Yield Aggregator mit seinem eigenen deflationären System im Hintergrund. Wenn man jetzt hier in den DeFi-Sektor reingeht, nur dass man vielleicht auch mal versteht, was ist ein Yield Aggregator, dann sieht man, DeFi ist noch in den Kinderschuhen. Ja? Und das wird sich auch noch extrem entwickeln. Aber obwohl es noch in den Kinderschuhen ist, ist halt auch trotzdem extrem viel Volumen. Also wenn man jetzt zum Beispiel alle Netzwerke, sag ich mal, die groß sind, wie Ethereum, BSC, Tron, Avalanche, Solana, Polygon zusammenzählt, sind wir hier bei 65 Billionen an Assets, die gelockt sind in Protokollen. Bei Ethereum allein sind es 38 Billionen und auf der Binance Smart Chain sind es 5 Billionen. Wir befinden uns auf der Binance Smart Chain. Wieso? Weil es einfach viel günstiger ist, auf der Binance Smart Chain sich mit Smart Contracts zu verbinden, zu swappen und zum Werken. Ja. Das heißt, wenn ich hier Liquidity Mining oder Staking betreibe, ist es einfach für die Masse viel billiger, weil bei Ethereum war es halt so,
Wir hatten auch damals mit Ethereum angefangen, aber zur Peak war das unleistbar. Da musstest du schon, keine Ahnung, 50 bis 100 Dollar teilweise zahlen, dass du dich überhaupt mit Smart Contracts verbinden kannst. Und das ist halt dann schon heftig für Leute, die vielleicht nur 200, 300, 400 Dollar zum Investieren haben. Ne? Und meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist auch die zweitgrößte Chain, auch sehr solide, ist jetzt nicht so dezentral, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Aber ich sag mal so, da ist sehr viel Volumen zum Holen und es ist eine billige Chain, ja, und sehr robust, also da hat es auch noch nie was gegeben. So, und wenn man jetzt zum Beispiel auf PancakeSwap geht, nur dass ihr jetzt mal ein Beispiel seht, was wir hier machen, genau. PancakeSwap ist eine dezentrale Börse, ist sogar die größte dezentrale Börse auf Binance Smart Chain, wenn ihr hier es geht. Nochmal zurück, 5 Billionen sind hier gelockt, von diesen 5 Billionen sind 3 Billionen auf PancakeSwap. Das heißt, über 57% läuft über PancakeSwap. Sehr, sehr große, die größte dezentrale Börse. So, diese dezentrale Börse funktioniert über Smart Contracts. Da ist keine Firma im Hintergrund, da ist kein Manager, kein Geschäftsführer, der irgendwas verwaltet. Alles funktioniert vollautomatisiert. Das heißt, ich brauche kein KYC, ich brauche keinen Geldnachweis, ich gehe einfach her und swappe, sprich tausche diese Coins so, wie ich will, muss natürlich eine gewisse Gebühr bezahlen. Wie funktioniert das aber, wenn keine Firma im Hintergrund ist? Naja, es gibt hier Leute, die Liquidität zur Verfügung stellen. Und diese Leute sind an den Fees beteiligt. Ja, das heißt, ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, ich schaue mir hier die Farms an, schaue mir mal die Assets an, was hier gibt. Ich mache jetzt mal Kalkulationen mit sehr volatilen Coins, dass ihr mal auch den Unterschied besser seht. So, jetzt sage ich, okay, ich sehe hier, wie viel Liquidität ist gelockt. Das heißt, hier gibt es verschiedene Menschen, die haben hier gewisse Summen gelockt. Und hier sehe ich, was bekomme ich für eine Rendite. Das heißt, ich stelle hier meine Coins zur Verfügung, diese zwei Pairs. Und jedes Mal, wenn wer diese Pairs tauscht, entsteht eine Gebühr und an dieser Gebühr bin ich beteiligt. So, in dem Fall bekomme ich gerade 165%. So, wichtig zum Verstehen ist aber, dass diese Prozent hier nicht garantiert sind und die sind sehr volatil. Das heißt, es kann raufgehen und es kann auch sehr, sehr weit runtergehen. Wie kommt diese Rendite zustande? Naja, real, desto mehr Fees entstehen, desto mehr APR, desto mehr Zinsen bekomme ich, aber auch desto mehr Leute diese Möglichkeit erkennen und mehr rein investieren, mit desto mehr Leute muss ich das auch teilen. Genauso wie beim Bitcoin-Mining. Desto mehr Miner, mit desto mehr Miner muss ich das teilen. Das heißt, wenn hier nicht 900.000 drin sind, sondern 9 Millionen, dann bekommt jeder nur mehr 16% statt 165%. So, was machen wir jetzt? Weil, warum solltet ihr das jetzt nicht über PancakeSwap machen? So wie jeder normale. Ganz einfach. Ihr bekommt diese Rendite in Cake. Das heißt, in Realfall gibt es wahrscheinlich nicht mal 165%. Im Realfall, keine Ahnung, gibt es vielleicht nur 100% und 65% pusht jetzt PancakeSwap mit ihren eigenen Token. Ja, und hier kann man das ganz genau sehen, zum Beispiel bei anderen Protokollen, das ist jetzt so ein Tool für Liquidity Miner, wo ich sagen kann, okay, ich will jetzt zum Beispiel Tokens haben ohne Impermanent Loss und ich will jetzt zum Beispiel schauen, okay, welches Protokoll, oder schauen wir mal auf Stablecoins, welches Protokoll haut am meisten USDT raus, okay, so, und dann sehe ich hier, okay, auf Uniswap bekomme ich 18% gerade auf meine Stablecoins, ist aber sehr wenig Liquidität hinterlegt, das heißt, ich kann hier rein, bekomme meine 18% aufs Jahr gerechnet, aber wenn hier jetzt zum Beispiel eine Million reinkommt, dann bekommst du nur mehr 1,8%. Ja? So, das heißt, uninteressant für mich, weil ich weiß, der Pool wird wieder voll und dann muss ich wieder woanders hingehen. Bei Seabridge zum Beispiel bekomme ich real 5% und Seabridge boostet dann nochmal mit ihren eigenen Token und man bekommt 11,76%. Das heißt, in Summe 16,92%. So, das Problem ist aber, wenn du die ganze Zeit mit deinen eigenen Token diese Yields boostest aus der Luft, dann hast du einen sehr inflationären Token. Wieso? Weil das ist wie das Geldsystem. Das heißt, du druckst aus dem Nichts Geld, um irgendwelche Leute zu ein Incentive zu geben, auf deine Plattform zu kommen und eben Liquidität zur Verfügung zu stellen. Wenn du schlau bist, nutzt du diese Möglichkeit aus, holst dir diese Rendite, dumpst diese Rendite, indem du sie verkaufst, diesen Token, und reinvestierst in USDT. Und genau das machen wir. Was machen wir? Wir gehen jetzt her und sagen, okay,
wo gibt's die meiste Yield? So wie ich das jetzt händisch gemacht habe, macht das alles im Hintergrund unser Smart Contract. Wir interagieren hier mit zurzeit die zwei größten Landing-Plattformen und mit die zwei sichersten. Das heißt, wir interagieren hier nicht mit irgendwelchen neuen Protokollen, die rausgekommen sind, sondern das sind wirklich Protokolle, die, sage ich mal, 100 Millionen bis 500 Millionen bis 1 Billion aufwärts verwalten, mehrere Audits durchlaufen sind, dass wir halt hier diesen Sicherheitsfaktor haben, nicht gehackt zu werden und so weiter und so fort. Im Hintergrund schauen wir, okay, wo gibt's für BNB die meiste Rendite? Ja, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, bei Alpak oder bei Seabridge. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Seabridge her, USDT, Seabridge. So, das heißt, der Kunde investiert dann bei uns in USDT rein zum Beispiel. Das ist jetzt USDC, aber ich sage mal, es würde jetzt diesen Coin geben, USDT. Ja, so, unser Smart Contract interagiert mit Seabridge, haut es dann in Seabridge rein. Wo ist Seabridge? Hier? Nee. Wo war jetzt Seabridge nochmal? Hier? Ist das jetzt gefallen? Ja, 6, jetzt ist es gefallen. Das war vorher 5%, jetzt ist es auf 1%. Ist aber egal. So, unser Smart Contract haut das hier rein. Und wenn zum Beispiel dann, so wie jetzt in dem Fall, die API runterfällt, aus irgendwelchen Gründen, dann schauen wir weiter, okay, vielleicht bei Alpak gibt es mehr oder bei Venus gibt es mehr und dann jumpt unser Contract, sprich er zieht es da wieder raus und haut es dann bei Alpak oder bei Venus raus. Das heißt, ihr holt immer das Maximum aus dem Markt raus. Wieso? Weil das unsere Contracts automatisiert machen und ihr das nicht händisch machen müsst, so wie ich. Sonst müsstet ihr hergehen und das jeden Tag oder alle Stunden händisch kontrollieren und sagen, okay, wo bekomme ich hier die meiste Rendite? So, das nächste ist, ein Yield Aggregator optimiert die Prozente, die du bekommst. Das bedeutet, du bekommst bei Seabridge 7,62%, aber die bekommst du in Seabridge Token. So, jetzt geht unser Contract her, verkauft diese Token, tauscht die um in USDT und reinvestiert sie auf dein Deposit in USDT. Und das macht alles automatisch. Somit hast du kein Risiko, dass dieser inflationäre Token vielleicht minus 30%, 40%, 50% noch macht und du hier 30%, 40%, 50% deiner Profits verlierst. Plus du hast einen Compound-Effekt. Wieso? Weil täglich diese zusätzliche Rendite hier für dich verkauft wird, automatisch in USDT umgewandelt wird und hier raufgetan wird. Und somit hast du einen Zinseszinseffekt. Und wie sich das auswirken kann, zum Beispiel bei solchen Pools, wenn du 165% bei PancakeSwap machst und du bekommst hier Cakes. Diese Cakes werden automatisch abverkauft und reinvestiert in deine zwei Pairs. So, wenn ich bei PancakeSwap 165% mache und diese Geschichte hier täglich reinvestiere, dann mache ich 418%. Das sind knapp 300% mehr, nur durch diesen Compound-Effekt. Und das ist ein Yield Aggregator. Das heißt, ein Yield Aggregator für die Binance Margin sind wir. Wir machen nichts anderes wie Yields, die man schon bei Protokollen verdient, einfach zu optimieren. Ohne dass ich jetzt hergehe und mit unseren eigenen Token dieses Yield pushe und dadurch mein Token sehr, sehr inflationär wird. Ja? Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Alpak Finance verwaltet 530 Millionen. Venus verwaltet 733 Millionen und PancakeSwap verwaltet 3 Billionen in ihren Stacking, in ihren Farmings und so weiter und so fort. Habt ihr euch hier schon mal den Tokenpreis von diesen Projekten angeschaut? Also obwohl diese Projekte so viel Geld verwalten, ist der Tokenpreis komplett im Keller. Ich zeige euch mal jetzt ein Beispiel. Hört man mich noch? Ja, wir hören dich. Nicht, dass ich hier umsonst rede. Nee, keine Sorge. Ah, mein Internet. So. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht hier andere Projekte schlecht drin oder irgendwas, aber ich will nur, dass ihr auch aufpasst, wenn ihr das selbst betreiben wollt, dass ihr eure Profits nicht in diese Token haltet. Ich meine, schaut euch das mal an. Der ist bei $8 gestartet. Der ist jetzt bei 0,25. Und natürlich kann man sagen, okay, Bärenmarkt, fast alle Coins haben, keine Ahnung, 90%, 98% Korrektur gehabt. Aber schaut euch mal an, in diesen Token sind 36 Millionen Market Cap.
verwalten tun die aber 530 Millionen. Okay? So, und dieses ganze Spiel könnt ihr euch bei allen Tokens in diesem Bereich anschauen. Auch vor kurzem ein anderes Projekt, was gestartet ist aus dem deutschsprachigen Raum, sehr inflationär, diese Tokens, weil sie als Reward genommen werden. Und das machen wir eben bei Kairo nicht. Man sieht hier zwar bei Kairo auch, dass man 11% zum Beispiel in Matic bekommt und 20% in Kairo. Aber wie kommt das bei uns zustande? Ganz einfach, 11% sind real, die wir vom Protokoll bekommen, und bei diesen 20% sind das dann zum Beispiel Seabridge-Token oder irgendwelche anderen Token, die wir als Bonus bekommen, die abverkaufen und in Kairo dann Buyback machen. Ja? Somit haben wir immer Buy-Pressure in unseren Token, auch wenn keine neuen Investoren kommen, ja, weil wir hier Tokens retour kaufen. Plus, wir haben eine sehr, sehr, sehr starke Fee-Struktur, die aber sehr wichtig ist für unsere Tokenomics. Das bedeutet, alles, wenn du jetzt hier auf Treasury-Seite gehst bei Kairo Finance, alles, was auf unserer Plattform passiert oder alles, was du mit unserem Token machst, kostet Geld. Und das ist sehr wichtig. Wieso? Eben, um den Token zu stabilisieren, um den Token einen richtigen Wert zu geben. Und das erkläre ich euch jetzt. Zum Beispiel, wenn ihr Kairos kauft, habt ihr 10% Gebühr. Und wenn ihr Kairos verkauft, habt ihr auch 10% Gebühr. So, was passiert mit diesen Gebühren? Die 10%, die hier entstehen, gehen in das Lending, in den Lending Pool und in die Liquidität. Das heißt, die Hälfte, 5%, legen wir Liquidität nach. Das bedeutet, desto mehr gekauft und desto mehr verkauft wird, das heißt, desto mehr für diesen Token getradet wird, desto stabiler wird der Token mit der Zeit. Wieso? Weil immer mehr Liquidität hinterlegt wird durch diese Fees. Und die anderen Prozent, die nehmen wir her und pushen unsere Yields. Das heißt, wir pushen unsere Yields nicht aus der Luft, sondern diese Fees entstehen durch Kauf und Verkauf. Ja, das kann natürlich auch mal mehr werden und auch mal weniger werden, aber es ist real, es kommt von wo. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wenn man in solche Coins investiert, auch die Tokenomics im Hintergrund schaut, nicht wer ist dahinter und auch nicht nur die Codes, sondern wirklich, wie ist die Tokenomics aufgebaut. Denn ansonsten investiert ihr hier in den Token, der extrem inflationär ist und nie wieder schafft, sich zu recovern, weil er extrem inflationär ist. Und auch bei der Horus Farm, das heißt auch bei diesen Produkten, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, gibt es Fees. Es gibt hier zwar keine Deposit- und Withdraw-Fees, ja, aber es gibt eine 30% Performance-Fee. Das heißt, an den Profits, die hier generiert werden, von denen werden 30% abgezogen. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel, machen wir 10%, das einfacher zum Rechnen ist, wenn ihr hier 10% im Jahr macht, 3% werden abgezogen und 7% bekommt ihr dann vom Profit. Was passiert mit diesen 30% Performance Fee? 7,5% geht ans Team. Wieso? Weil wir müssen ja auch von irgendwas leben und somit sind wir auch bemüht, immer hier die besten Token anzubieten und so weiter und so fort. Ja? Und hier nicht irgendwelche Shortcoins. Plus, es gibt keine Team-Token. Das heißt, wir verdienen nur, wenn unsere Kunden Profits machen. Ja? 7,5% wird Liquidität retour gekauft. Das heißt, hier auch wieder durch diese Fee-Struktur kaufen wir unseren eigenen Token retour. Das heißt, wir brauchen nicht dauernd neue Investoren, um Kaufkraft in den Token reinzubekommen. Machen wir mal hier ein Rechenbeispiel. Und ich habe euch gezeigt, Alpak verwaltet 500 Millionen, PancakeSwap Billionen und so weiter und so fort. Rechnen wir mal nur mit, keine Ahnung, 100 Millionen. Ja, so. Ich brauche jetzt einen Taschenrechner. Und sagen wir mal, wir verwalten hier 100 Millionen. Ja, und es kommen keine neuen Investoren mehr rein. Aber diese 100 Millionen, und ich rechne jetzt auch nicht, dass diese Coins hier 10x machen, weil wenn diese Coins hier 10x machen in diesem Zeitraum, dann verwaltest du nicht mehr 100 Millionen, dann verwaltest du eine Billion. So, aber ist ja wurscht, rechnen wir mit 100 Millionen. Du hast hier 100 Millionen und ich sag mal, du machst 10% im Schnitt Profit. So, von diesen, das sind 10 Millionen, ja, und von diesen 10 Millionen
werden 30% Performance Fee abgezogen. Das sind 3 Millionen und davon werden 7,5% Buyback gemacht. Das sind 225.000. Ja, einfach nur Buyback jedes Jahr durch diese Tokenomics. Und wenn das zum Beispiel PancakeSwap machen würde, Venus oder Alpak machen würde, die so viele Millionen, Billionen verwalten, dann könnt ihr euch ausrechnen, was mit dem Kurs passieren würde. Weil die würden dauernd extrem hohe Summen den Coin retour kaufen und dann kannst du den Coin burnen oder eben Liquidität nachschießen, dass der Coin stabiler wird. Und das haben wir bei Cairo Finance meiner Meinung nach viel besser gemacht, weil wir hier wirklich, egal was du machst, ob du jetzt deine Coins in die Farms steckst, ob du Coins kaufst, ob du Coins verkaufst, ob du Coins in unser zweites Produkt reinsteckst oder in unser drittes Produkt, in die NFTs, egal wo es entstehen Fees. Und mit diesen Fees bekommt ein Teil ein Team, ein Teil wird Liquidität nachgekauft, ein Teil geht sogar für den Referral-Bonus und ein Teil geht sogar in die Cairo Bank. Das ist auch wieder ein Produkt, das bald kommen wird. Das heißt, von allen Fees, 2-5% der Fees werden in BUSD umgetauscht und werden in die Cairo Bank gelagert. So. Und in diese Cairo Bank kann ich dann hergehen, Kairos nehmen, diese Kairos locken für 1-4 Jahre. Wenn ich es länger locke, bekomme ich mehr. Wenn ich weniger locke, weniger Jahre locke, weniger. Aber bekomme für meine Kairos BUSD aus Reward. Das bedeutet, ich muss nicht mal hergehen und meine Kairos am Markt sinnlos verkaufen, sondern ich kann hergehen mit den Kairos, die ich besitze und mir ein passives Einkommen aufbauen, ohne dass ich die Kairos verkaufe, indem ich die hernehme und in der Treasury Bank locke für 1-4 Jahre und dann bekomme ich täglich BUSD Rewards. Wie viel API, sprich wie viel Rendite es dort gibt, kommt immer darauf an, wie viel Gebühr auf unsere Plattform entsteht. Desto mehr Gebühr, desto höhere APY, weniger Gebühr, weniger APY. Ja? Und das zweite Produkt ist unser eigener Staking Contract. Das heißt, ich habe euch jetzt vorher erklärt, was ist ein Yield Aggregator. Wir gehen raus, optimieren das Yield für die Kunden, ja? Holen das Maximum raus. Und wir haben hier aber auch noch ein zweites Produkt, was schon online ist. Es werden dann auch noch NFTs kommen, Lottery und so weiter und so fort. Aber das seht ihr dann alles in unserem White Paper. Am besten alles genau durchlesen. Wir werden auch ein eigenes Play-to-Earn-Game bekommen, C-Race. Das werden Kamelrennen. Das ist auch schon fast fertig, weil wir haben da gute Connection im Sportwettbereich. Weil ich habe auch eine eigene Sportwettfirma, wo wir Daten und Informationen verkaufen. Die gibt es schon seit 2017, da haben wir über 15.000 Kunden. Und da sind wir sehr stark connected mit Leuten, die für Wettbüros virtuelle Hunderennen, virtuelle Pferderennen, virtuelle Kamelrennen, virtuelle Fußballspiele gebaut haben. Und da können wir das sehr cool miteinander kombinieren. Aber wie gesagt, gehen wir zurück zu unserem zweiten Produkt. Und dieses Produkt ist ein Incentive. Das heißt, es ist begrenzt und dieses Produkt nutzen wir, um auch in einem Bärenmarkt gut zu performen und sehr viele Leute auf unsere Plattform zu bekommen und dass wir auch, sag ich mal, Aufmerksamkeit erregen, weil du kannst das beste Produkt haben, wenn dich keiner am Markt kennt, dann ist es umsonst. Und dieser Maximizer funktioniert so. Wir haben einen Max Supply von 100 Millionen Token. Warte, ich verbinde mich mal hier mit der Nutzung. Schon einloggen. Wir haben einen Max Supply von 100 Millionen Token. Und von diesen 100 Millionen Token wurden 51,52 Millionen in diesen Staking Contract reingelegt. Die wurden gewestet. Das heißt, wenn man sich unseren Contract anschaut, nee, das ist nicht der richtige. Also wurscht, könnt ihr dann nachschauen. Aber wenn man dann nachschaut, oder warte, ich mache es so. Muss man schnell verbinden. So, jetzt bin ich verbunden.
Das heißt, hier seht ihr, es sind nur mehr 48 Millionen übrig von den 52 Millionen. Und dieser Maximizer funktioniert so. Ich kann hier hergehen, ich hätte jetzt zum Beispiel 2000 Kairos und kann diese 2000 Kairos hier investieren. Wenn ich hier investiere, habe ich eine 10% Investment Fee, ich habe 10% Withdraw Fee und ich habe eine 5% Reinvest Fee. Diese Fee-Struktur wird wieder verwendet für Liquidity nachkaufen, die Yields zu pushen bei den Farms und so weiter und so fort. Das heißt, wirklich jeder Prozent, der hier irgendwo abgezogen wird, hat einen richtigen Nutzen, um den Token zu stärken. So, das heißt, ich investiere hier zum Beispiel 2000 Kairos. Wenn ich hier 2000 Kairos investiere, werden aber die 2000 Kairos geburnt. Das heißt, alles, was in diesen Maximizer reinkommt, wird zu 100% vernichtet. Das hat den riesengroßen Vorteil, dass du dein Supply von 100 Millionen reduzierst. Ja, das heißt, wenn man jetzt hier auf die Treasury-Seite geht und auch in der Blockchain, sieht man, dass wir nicht mehr 100 Millionen Token Max Supply haben, sondern nur mehr 92 Millionen. Wieso? Weil schon 7,4 Millionen Token geburnt wurden. Das heißt, es haben hier schon über 7,4 Millionen Kairos sind hier investiert worden und wurden schon geburnt. Das bedeutet, wenn hier 14 Millionen Kairos geburnt wurden, dann kann keiner mehr in diesen Staking Contract investieren und keiner kann mehr reinvestieren. Und jeder, der hier drinnen ist, kann dann nur mehr 1% am Tag auszahlen, bis zu 365%. Ihr könnt auch hergehen, jetzt 2000 investieren, zum Beispiel wie hier, ich habe hier 918 Kairos investiert und sehe, okay, wenn ich jetzt alles auszahlen würde, 1% am Tag, jeden Tag, dann würde ich nach 365 Tagen 3.351 Kairos bekommen und dann ist für mich Schluss. Dann müsste ich wieder investieren. Aber nur, wenn nicht davor schon 14 Millionen Token verbrannt wurden, weil wenn 14 Millionen Token verbrannt wurden, dann kann ich ja nicht mehr investieren, dann kann ich nur mehr auszahlen. Das heißt, hier kann ich meine Kairos maximieren, reduziere aber auch den Supply gleichzeitig. Das heißt nicht nur, dass wir ein limitiertes Asset haben von 100 Millionen Stück, sondern wir reduzieren dieses Asset auch noch durch unser Burning-Mechanismus, weil alles, was hier investiert wird, wird geburnt. Plus wir haben auch noch, wenn ihr auf unsere Webseite schaut, ein eigenes Burn-Mechanismus, wo wir nochmal zusätzlich 0,2 bis 0,5% vom Max-Supply burnen. Das heißt, voriges Monat haben wir circa nochmal zusätzlich so 400 bis 500.000 Kairos geburnt. Und deswegen ist Kairo Finance durch dieses Burning-Mechanismus und durch das, dass wir nicht neue Tokens minten können, was auch im Audit steht, ein deflationärer Token. Natürlich, solange dieser Maximizer läuft und solange dieses Incentive läuft, ist Kairo Finance auch inflationär, weil ich haue ja hier 2000 Kairos rein und bekomme oder ich habe hier 918 Kairos investiert und bekomme 3351 Kairos raus. Das heißt, ich bekomme hier fast das Vierfache wieder heraus. Und das ist garantiert, weil hier liegen die Coins und die bekomme ich. Und wenn hier 14 Millionen geburnt wird, dann ist zu. Und die, die drin sind, können nur mehr auszahlen. Ja? Aber gleichzeitig wird der Max-Supply reduziert. Gleichzeitig wird jedes Monat nochmal wegen des Burn-Mechanismus Token reduziert. Und gleichzeitig haben wir aber auch einen richtigen Use Case. Weil jetzt fragen sich die Leute, okay, wenn ich den Maximizer nicht mehr habe und nicht mehr 1% am Tag bekomme, was kann ich dann überhaupt mit diesen Token noch machen? Das ist ganz einfach. Desto mehr Kairo-Token du besitzt, desto mehr partizipierst du und bist du beteiligt an dieser Plattform. Wieso? Ich habe euch ja vorher erklärt, wir haben die Kairo Bank. Von jedem Produkt, wo Fees abgezogen werden, kommt 2 bis 5% wird umgetauscht und in die Kairo Bank rein investiert. Jetzt kannst du deine Kairos hernehmen, die du aus dem Maximizer verdient hast, musst sie nicht mal abverkaufen, lockst sie in die Kairo Bank für 1 bis 4 Jahre und bekommst täglich BUSD als Reward. Das heißt, du verdienst mit deinen Anteilen, mit deinen Shares von Kairo Finance, mit diesen Tokens verdienst du ein passives Einkommen. Du musst diesen Token nicht verkaufen. Das heißt, das Ziel müsste sein, so viele Token wie möglich jetzt anzuhaufen, um sich nachher dann ein richtig cooles, geiles, passives Einkommen aufzubauen.
Plus, was auch noch gehen wird, ist, man kann auch hergehen und dann hier in unser Stacking oder unser Landing-Protokoll was einlegen. Das heißt, hier wird dann auch wahrscheinlich 50-60% im Jahr möglich sein, wenn man seine Kairos hier zum Beispiel reinlegt und dann verkauft man nur seine Profits und nicht seinen Bestand an Kairos, die man besitzt. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben hier wirklich auch ein sehr, sehr komplexes System. Man sieht ja Tokenomics, überall wird was abgezogen, mit diesen Fees wird alles gestützt und man sieht das halt auch sehr gut bei unserem Tokenpreis. Wir sind hier bei 1 Dollar gestartet, am ersten Tag sind wir auf 1,40 gepumpt, ganz normal, sag ich mal, ne? Sind dann auch wieder runter auf 1,10, dann wieder rauf auf 1,30 und dann sind wir sehr lange, sag ich mal, stagniert auf 1 Dollar. Und das war auch die Zeit, wo ich denke, sehr viele Whales, die im ICO gekauft haben und gedacht haben, okay, ich werde jetzt schnell reich und die Geduld nicht hatten, haben hier sehr viele Kairos abverkauft. Und das war auch gut, weil desto schneller die weg sind, desto besser ist es. Und irgendwann sind denen die Kairos ausgegangen zum Abverkaufen. Ne? Und dann ist das passiert. Und genau das kann passieren, wenn der Token im Hintergrund eine richtige Tokenomics hat, richtige Produkte hat, mit diesen Produkten eine Performance-Fee oder eine Fee-Struktur hergenommen wird und mit dieser Fee-Struktur eben den Token stützt. Weil ich sage euch mal eins, es gibt so viele Tokens da draußen. Ja? Ich bin selber Investor und 98%, 90% Korrekturen in den Token sind ganz normal. Das ist ganz normal, das siehst du in Solana, das siehst du in Ethereum, das hat sogar Bitcoin gemacht, das ist überall. Ja? Die Frage ist nur, recovered der Coin wieder? Und da sage ich euch, müsst ihr sehr aufpassen, weil 98% recovered nicht mehr. Und ich bin seit 2014 in den Markt aktiv und viele haben gesagt, okay, ich investiere in die Top 25 Coins. Wisst ihr, wie viel Top 25 Coins es gab seit 2014? Da ist jedes Jahr sind andere Coins in den Top 25. Und sehr viele Coins, die in den Top 25 waren, von denen hörst du heute gar nichts mehr. Ja, das heißt, da muss man sehr, sehr aufpassen. Und das ist das, wenn du eine richtige Tokenomics hast, dann kannst du auch recovern. Machen wir mal hier, ich zeige euch mal hier das anhand von einem Worst-Case-Szenario. Nehmen wir mal an, dieses Spiel, ein Worst-Case-Szenario, in 100 Tagen, 200 Tagen ist der Maximizer voll. Es wurden 14 Millionen Token geburnt. Jeder kann nur mehr 1% am Tag auszahlen. Ja? Das heißt, wir würden hier 52 Millionen Token distributen an weiß nicht wie viele Leute, so viele Leute, die das eben hier nutzen. So, jetzt unsere Liquidität. Wir haben 1 Million Kairos und 1 Million BUSD auf PancakeSwap hinterlegt. Und diese LP-Tokens, muss man auch dazu sagen, haben wir bei Unicrypt Network gelockt. Auf 20 Jahren. Das heißt, Rugpull ist unmöglich. Weil nicht mal die Founder und nicht mal die Coder kommen an diese Liquidität ran. Auf 20 Jahre. Ja? So. Das heißt, es gibt auch keine Team-Token. Die Liquidität ist gelockt. Das heißt, Scam Rugpull ist hier unmöglich. Kann man auch alles nachschauen. Ja? So. Nochmal zurück. Wir distributen 52 Millionen Token. Und die kommen ja nicht auf einmal, sondern 1% am Tag. Aber gehen wir mal davon aus, jeder würde die 1% auszahlen, würde sie in Stacking reinlegen oder irgendwo anders und alle würden geplant zusammen warten, um die 52 Millionen auf einmal zu verkaufen. Also sehr unwahrscheinlich dieses Szenario, aber das ist das Worst-Case-Szenario. So, dann würde der Kairo-Token auf 0,02 Cent runtergehen, keine Ahnung, 98% korrigieren, würde auch schon wie ein Rugpull oder wie bei Luna, würde ich mal sagen, aber der große ja, wie bei Luna, ne? Dead Spirale oder wie die gesagt haben, aber der große Unterschied, den Kairo Finance hat zu Luna und zu anderen Projekten, die 98% Retracement hingelegt haben, ist,
dass wenn wir ja dieses Worst-Case-Szenario durchgehen und wir 52 Millionen auf dem Markt kaufen, dann frage ich euch jetzt eine Frage, wer hat denn jetzt noch Kairos? Keiner mehr, oder? Richtig. So, was passiert jetzt? Supply Shock. Wisst ihr wieso? Weil wir andere Produkte haben, wie die Horus Farm oder dann andere Produkte, die noch kommen, wo du keine Kairos brauchst. Und diese Leute, die hier investieren, interessiert wahrscheinlich der Kairo-Token auch gar nicht, weil der sagt, hey geil, ich kriege auf meine Bitcoins 1,93%, ich kriege auf meine BNB 3,25%, das bekomme ich jetzt oben drauf, ist cool, ja, aber denen geht es um das hier, ja. Und vielleicht ist jetzt der ein oder andere hier, der denkt, okay, was ist das, 3%, 11%, 5%, das ist real. Das sind alles Billionen Assets und wenn ihr hier 30%, 40%, 50% habt, dann würde ich da sehr aufpassen, weil es ist dann Scam. Ja, so. Und andere Protokolle haben hier auch Millionen drin und wir werden nach außen treten und hier Blue-Chip-Portfolios verkaufen. Ich muss nicht rausgehen und Kairo verkaufen. Ich gehe raus zum Kunden und sage, zum 0850-Kunden, mach dir hier ein Blue-Chip-Portfolio von Bitcoin, BNB, ADA, Polkadot, Ethereum oder mach nur Ethereum, BNB, Bitcoin und Stablecoin und fertig. Und wenn ich hier 100 Millionen aufbaue und aus diesen 100 Millionen ein 10x wird, weil wenn diese Coins nicht 10x machen, dann macht kein anderer Coin 10x, ja, dann verwalte ich nicht mehr 100 Millionen, dann verwalte ich eine Billion und dann mache ich nicht 200.000 Buyback durch die 30% Performance Fee, sondern 2 Millionen. So, und wenn diese 2 Millionen retour gehen in den Kairo, aber keiner mehr hat Kairos zum Verkaufen, dann könnt ihr selber ausrechnen, was mit dem Kurs passiert. Der geht dann nach oben. Aber extrem, weil keiner mehr Kairos hat zum Verkaufen. Mhm. Und das ist wichtig bei einer Tokenomics. Das heißt, wenn hier ist die Tokenomics so aufgebaut, auch wenn das Worst-Case-Szenario eintrifft, aber unter der Grundvoraussetzung, dass diese Produkte genutzt werden, von wo wir auch ausgehen, weil wenn diese Produkte nicht genutzt werden, dann ist, sage ich mal, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, scheiße, ne? Aber das ist das Gleiche, wie wenn BMW von heute auf morgen keine Autos mehr verkauft, dann sind die Shares auch nichts mehr. Ja? Das heißt, man kann es hier sehen, wie ein richtiges Unternehmen, was Produkte verkauft. Ja. Ja? Aber wenn diese Produkte genutzt werden, und ich denke, dass sie genutzt werden, weil schaut mal her, so viele Leute haben in Play-to-Earn investiert und in keine Ahnung was. Und ich habe noch nie in irgendein Spiel gespielt, wo ich in Play-to-Earn investiert habe oder, okay? Für mich ist das der größte Use-Case, den ich am Kryptomarkt haben kann und das ist der DeFi-Space, weil ich aus meinen Coins, die ich besitze, diese Coins vermehren kann. Und bevor ich sie sinnlos in mein MetaMask oder auf mein Ledger-Wallet halte, lege ich sie lieber wo ein, wo ich mir ein passives Einkommen generieren kann. Ja. Und das ist für mich einer der besten Use Cases und darum gehe ich auch davon aus, dass wir hier in den nächsten 2-3 Jahre extrem aufbauen werden, noch dazu, weil wir hier jumpen können, das heißt, wir müssen hier nicht bei Venus bleiben, wir müssen hier nicht bei Alpak bleiben, wir können hier mit jedem DeFi-Protokoll arbeiten, wir können mit jedem DeFi-Protokoll interagieren und somit können wir den Kunden hier auch die größte und realste Yield am Markt anbieten. Genau. Ich glaube, ich habe großteils alles erklärt. Gibt es da auch irgendwelche Risiken, sage ich jetzt einmal? Ja, auf alle Fälle. Es gibt hier, ich meine, Risiko gibt es immer beim Investieren. Ne? Aber was mir halt in DeFi so gefallen hat, ist, dass ich hier mein Geld nicht aus der Hand gebe. Ja, weil viele auch immer sagen, okay, wo ist das CEO, was ist für eine Firma dahinter? Und keine Ahnung, glaubt mir das, das ist Sicherheit. Diese Sicherheit gibt's nicht. Verstehst, wenn du eine Firma machen willst, dann gehst du auf die Bahamas oder keine Ahnung, stellst irgendeinen Strohmann als CEO ein und wenn du scammen willst, dann scamst du. Weißt, das ist keine Sicherheit für mich. Ne? Und wie viel Projekte alleine jetzt wie Celsius oder 3A Capital, die Billionen verwaltet haben, die so einen Ansinn hatten, auch, sind auch weg. Ne? Oder. Das heißt, das ist keine Sicherheit. Aber DeFi, da kann der Code nicht Geld veruntreuen oder mein Geld abhauen oder keine Ahnung, weil das ist ein Code. Ja? Und was da drin steht, ist Gesetz. Das heißt, wenn da drin steht, für A bekommst du B, dann ist das so. Und dann kann das auch keiner mehr ändern. Aber der einzige Nachteil, den du in DeFi hast, ist halt durch diese Automatisierung gibt es auch Angriffspunkte, sprich Hacker. Ne? Und wenn ein Hacker dieses Protokoll exploit, dann ist meistens alles weg. Ne? Und ist nicht so, dass jetzt, sage ich mal, DeFi ist auch schon sehr viel gehackt worden, aber nicht nur DeFi, im Crypto-Space
ist schon sehr viel gehackt worden. Ethereum ist gehackt worden, BNB ist gehackt worden, die Börse, also ist schon fast alles gehackt worden. Aber gute Protokolle und gute Projekte haben auch Hot Wallets, sprich, wo auch von der Tokenomics ein Teil wieder retour geht und falls sowas passiert, dass man die Leute recovern kann. Das heißt, mein Tipp an euch, auch wenn ihr das hier betreibt, nicht all in gehen. Egal, ob das jetzt bei Cairo Finance oder bei Alpac oder bei irgendwo ist, nicht all in gehen, sondern habt einfach ein Ledger Wallet, wo da habt ihr ein paar Coins drauf und dann habt ihr halt eine MetaMask Wallet und da tut ihr ein paar Coins drauf und dann lasst ihr euer Geld für euch arbeiten, weil das ist das Einzige, wie man halt Risiko minimieren kann, weil komplett kannst du das Risiko nicht wegmachen, du kannst es nur minimieren, weil das Risiko gehört zum Investieren dazu und das ist halt das einzige Risiko, was passieren kann. Das heißt, Cairo Finance hacken selber sehr unwahrscheinlich, weil bei uns liegt ja kein Geld. Das Geld liegt ja nicht bei uns, das Geld geht nur durch uns. Unser Smart Contract fungiert ja nur als Vermittler. Der sagt, okay, du zahlst das zwar bei uns ein, aber es geht ja dann in irgendein Protokoll rein wie Alpac oder Venus und so weiter und so fort. Das heißt, wenn da was passieren sollte, dann müsste Alpac oder Venus oder eben dieses Protokoll gehackt werden und dann erfahrt es eh jeder, weil dann sind, keine Ahnung, wie viele Billionen weg, sage ich mal. Ne? Also diese Gefahr besteht, ist natürlich, sage ich mal, sehr gering, weil wir da, wie gesagt, mit Protokollen arbeiten, die einige Audits hinter sich haben und auch namhafte und selber, ich habe es euch ja gezeigt, schau, ich rede von Alpac und Venus, Alpac verwaltet 530 Millionen, Venus 733. Ne? Und mit den Farms, die wir hier optimieren für euch, die wir direkt über PancakeSwap machen, das sind 3,19 Billionen drin. Das heißt, falls da was sein sollte, würde das jeder erfahren. Ne? Aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Also das ist das einzige Risiko, was man natürlich hat hier im DeFi-Space. Okay. Und NFTs, hast du ja gesagt, sind auch geplant? Genau. Also wir haben hier eine Dreierkollektion. Was trinken? Ich mach mal hier. Wie komme ich denn eigentlich hier wieder zurück? Stopp. Genau, also wir haben hier eine Dreierkollektion. Erstens mal werden wir, das wird auch wahrscheinlich nächstes Monat sein, eine 10.000er Kollektion Copy Trading NFTs rausballern. Das heißt, die NFTs schon alle gleich aus bei uns. Das heißt, wir haben hier nicht, keine Ahnung, solche Dinge, die man als Profilbilder verwenden kann, so wie es ich jetzt hier habe, sondern wir haben hier den Wert auf Use Case sehr hochgelegt. Ja. Das heißt, wir haben hier eine 3D-NFT-Karte, die sich dreht und mittendrin ist so ein Chart und der Use Case von diesen NFTs ist, wenn du eines besitzt, kannst du dich an uns anschließen an Copy Trading. Das heißt, ich selber und auch ein Team von mir aus Koblenz, aus Deutschland, ist auch ein großköpfigeres Team, traden auch schon sehr lange, meiner Meinung nach auch sehr gut, selber auch mit sehr hohen Summen und ihr habt halt dann eben die Möglichkeit, euch da wirklich anzukoppeln. Das heißt, wir traden und euer Konto macht eins zu eins das Gleiche nach. Ihr habt aber trotzdem jederzeit Zugriff auf euer Geld und könnt auch die Trade schließen und könnt auch selber traden auf diesen Konten. Ne? Und davon wird es halt 10.000 Stück geben und desto besser wir natürlich auch performen, desto mehr werden dann auch diese NFTs wert, weil wenn nur 10.000 Stück es gibt und man kann ja auch mehrere kaufen und die dann auch traden zum Beispiel und eins selber verwenden fürs Copy Trading, dann kann man dann sagen, okay, ich verkaufe meine NFT fürs Zweifache, Dreifache oder Fünffache, weil wenn du hier Copy Trading betreiben willst, brauchst du dieses NFT. Das zweite NFT wird C-Race sein, auch wieder eine 3D-Karte, wo ein Kamel drinnen ist. Da bist du beteiligt an jedem Rennen, plus du bekommst Cashback, falls du selber auf ein Rennen wettest. Und das dritte NFT, das ist der Faro Club, da kommst du nochmal in eigene Farms rein, wo du nochmal, sage ich mal, 10-30% mehr verprovisioniert wirst, plus 50% weniger Gebühr bezahlst. Und da gibt es aber nur 500 Stück davon.
Das heißt, die werden dann sehr, sehr stark limitiert sein. Und ja, das ist unsere NFT-Kollektion, drei verschiedene mit drei verschiedenen Use Cases. Und auch wichtig, bei uns ist es ja nicht so, ich mache hier nochmal vielleicht einen Share, dass wir hergehen, so wie alle anderen NFT-Verkäufer und sich dann, weiß ich nicht, 100% oder 90% in die Tasche reinstecken, sondern wir haben natürlich diese Sales auch mit eingebaut für die Tokenomics. Das heißt, wir hauen hier eine 50% Fee rein, nur diese Fee zahlt das Team, ne? Weil wenn ich hier jetzt NFTs verkaufe, dann würde mir ja 100% davon zustehen, aber von diesen 100% ziehe ich halt 50% ab und wir kaufen da unseren eigenen Token retour. Ja? Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel 5 Millionen einsammeln, dann nehmen wir die 2,5 Millionen her, kaufen unseren eigenen Token retour und können dann zum Beispiel Liquidität nachschießen, dass der Coin stabiler ist oder zum Beispiel dann die Tokens burnen. Ja? Und dann eben bei den Reality Fees, sprich wenn man NFT kauft oder verkauft, haben wir dann auch wieder eine Struktur, wo 5% dann das Team bekommt, 3% Liquidität, sprich Token wieder retour gekauft wird, Liquidität nachgeschossen wird, dass der Token stabiler ist und 2-5% geht dann wieder in die Cairo Bank. Ja, das heißt, wir lassen da wirklich jeden mitverdienen. Ich denke, wir haben das so gut wie möglich fair aufgeteilt. Wir sind auch offen für Verbesserungsvorschläge, hat es auch schon gegeben, dass man hier und dort mal vielleicht die Fees reduziert. Es ist ja auch ein Community-owned Projekt. Es gibt ja, wie gesagt, keine Team-Token. Natürlich gibt es Leute im Hintergrund, die das Ganze hier coden und ein Team, die sich hier sehr engagiert, dass dieses Projekt auch aufgeht, weil, wie gesagt, desto mehr Profits die Kunden machen, desto mehr Profits verdienen auch wir. Aber im Großen und Ganzen ist es halt ein DeFi. Auch Cairo-Token ist ein Governance-Token und in Zukunft wird es halt auch dann Votings geben, wo man sagt, okay, wenn ich zum Beispiel jetzt neue Pools in die Farms anbieten will, wie einen XRP oder Dogecoin oder, dann wird zum Beispiel Votings gemacht und dann entscheidet die Community, welche Tokens wir dann einbauen in die Farms und das wird dann vielleicht später im Bullrun sehr interessant, weil wir da eben, wie gesagt, mit jedem Projekt, die auf der Binance Smart Chain arbeiten, eine Partnerschaft eingehen können und denen das anbieten können, dass die dann unsere Yield Aggregators verwenden. Das heißt, wir gehen jetzt zu XYZ her und sagen, okay, list deinen Coin auf PancakeSwap und wir machen dann eine LP-Farm für deine Community. Das heißt, die können dann Liquidität zur Verfügung stellen auf PancakeSwap, bekommen von PancakeSwap die LP-Token und diese LP-Tokens können sie dann bei uns investieren und bekommen nochmal zusätzlich dann Yields, also Prozente für das, ne? Genau. Okay, das heißt, ihr schaut auch immer nach Projekten quasi, mit denen ihr kooperieren könnt. Genau. Also wir haben auch zurzeit, wie gesagt, man sieht es ja auf der Webseite, wir haben auch eine Partnerschaft mit Babyswap. Das ist auch eine dezentrale Börse wie PancakeSwap, nur natürlich kleiner. Die haben, glaube ich, 40, 50 Millionen Market Cap und über 100 Millionen TVL, sprich in Staking und so weiter und so fort. Da kann man auch zum Beispiel Cairo stacken zurzeit. Das heißt, ich kann Kairos investieren und bekomme Kairos Reward Retour direkt auf deren Plattform. Mit Unicrypt Network haben wir eine Partnerschaft. Das heißt, dort haben wir auch die LP-Tokens gelockt. Das ist auch so ein Provider, der das eben anbietet. Wir sind jetzt mit Chainlink Labs in Gespräch. Die helfen uns bei unserer eigenen Swap-Funktion und für unsere Farms und Liquidity Pools, weil da wird auch ein V2 kommen. Das heißt, das ist jetzt V1 bei den Farms. Wir sind auch noch im Beta-Test, ganz wichtig noch zum Sagen. Das heißt, es ist noch nicht jetzt zu 100% scharf, wo wir sagen, wir fahren jetzt mit Marketing raus. Das ist erst die V1, wir sind noch im Beta-Test. Es gibt auch noch ein paar Bugs in der Anzeige, die man jetzt eben beheben noch. Ich denke auch, dass wir bis Ende der Woche alles behoben haben und dann das Marketing-Team volle fahren kann. Und ja, wie gesagt, wir sind auch noch mit anderen im Gespräch, nur wir wollen natürlich auch unsere Community schützen. Das heißt, wir schauen uns natürlich auch die Projekte an. Dann werden natürlich auch Votings gemacht, ob wir dann eben XYZ
anbieten wollen für Stacking und so weiter und so fort auf unsere Plattform. Ne? Wie sehr ist das Ganze Community-driven? Also ist das so, dass ihr dann doch noch die letzte Hand drüber habt oder sagt sie die Community entscheidet das? Ja, nee, das wird dann so sein, 70%, also es wird ein Voting kommen, ja oder nein, und 70% entscheidet dann, also wenn 70% abgestimmt, zum Beispiel, keine Ahnung, 30% sagt nein und 70% sagt ja, dann wird es auch gemacht. Dann entscheiden wir nichts mehr. Es ist wirklich 100% dann Community und das, was die Community sagt und das, was die Community abstimmt, das wird dann auch gemacht. Okay. Also natürlich werden wir Calls machen, wo wir sagen, schaut her, das sind Vorteile, Nachteile, bla 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 bla, aber im Endeffekt entscheidet es dann die Community. Mhm. Also es geht ja dann schon ein bisschen in die Richtung DAO. Genau. Genau. Ist das auch was, wo ihr dann wirklich sagt, ihr wollt dann das wirklich so community-lastig einfach ausbauen, dass das dann so läuft? Genau, also wir wollen zu 100% DeFi sein. Wir wollen das auch, dass die Leute das verstehen. Hier braucht ihr nicht mich oder irgendeine Firma oder irgendeinen Fragen für eine Auszahlung. Das funktioniert alles automatisiert über Smart Contracts. Und hier entscheidet dann wirklich auch in Zukunft die Community, wo die Reise und wo die Zukunft hingeht. Natürlich jetzt, was schon in der Roadmap drinnen ist und jetzt, was schon im White Paper drinnen ist, das delivern wir, weil wir können nicht sagen, hey, wir machen das und das und dann kommt das ja nicht. Ne? Das heißt, das alles delivern wir, aber dann, wenn das alles delivered ist oder wenn du zum Beispiel dann Farms aufstocken willst mit anderen Coins und so weiter und so fort, für das wird es dann alles Votings geben und das entscheidet dann die Community. Ja. Okay, und dieses Copy-Trade, läuft das dann über eure Website oder braucht man dann ein extra Programm oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, also da gibt es ja schon verschiedene Börsen, die das anbieten. Egal, ob das jetzt, ich muss jetzt aufpassen, welche Namen ich sage, weil wir sind ja auch schon im Gespräch mit zentralen Börsen, also wirklich Top 10 Börsen. Nur, wir haben da NDNAs unterschrieben, sprich, wir dürfen da noch nicht. Also wir dürfen noch keine Namen nennen, ne? Aber ich denke, in den nächsten 2-3 Monate wird einer der, sag ich mal, Top 10 oder vielleicht sogar 2 uns listen und da auch Trading Competition machen. Und ich denke, da wird auch sehr viel Volumen dann in unseren Token reinkommen, weil die haben, keine Ahnung, 1 bis 2 Millionen aktive Trader in der Woche auf deren Plattform. Also das ist wirklich schon eine sehr große Börse. Aber mit dem Copy Trading wird das dann so funktionieren. Wir haben uns da noch nicht festgelegt, weil wir jetzt noch an Deals aushandeln sind, eben auch mit Börsen, denen wir das eben anbieten wollen, dass wir sagen, okay, wir kommen mit der ganzen Community zu euch, die eben dann Copy Trading anbieten, aber das ist schon fast jeder, ob das jetzt Bybit ist oder keine Ahnung, ich glaube sogar KuCoin oder keine Ahnung, das bietet schon fast jeder an, nur dieses Copy Trading. Okay, also das läuft dann immer über die jeweilige Börse, auf der man das macht. Genau, das heißt, wir entscheiden uns dann für eine Börse. Das wird dann wahrscheinlich die sein, die das beste Angebot macht für unsere Community. Ne? Und dann sagen wir, okay, hier sind wir. Du bekommst aber nur Zugriff, wenn du dieses NFT besitzt zum Beispiel. Ne? Und dann kannst du dich eben bei uns anhängen. Okay. Das klingt auf jeden Fall spannend. Also ja. Ich bin wirklich gespannt, wo das mit den Listings hingeht. Aber solltest du uns jetzt lieber nicht verraten, weil wir stellen das dann noch auf YouTube. Also lass genau. uns. Ja. Noch eine Sache, ihr habt ja. Ich höre nichts mehr. Oh, jetzt bin ich rausgeflogen. Telegram. Ich habe nichts mehr gehört. Ihr habt ja ein Referenzprogramm. Ein recht. Mhm. Gut promoted, das sage ich jetzt einmal. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen? Genau. Also wichtig ist hier, das ist hier kein Network Marketing Pyramidensystem oder irgend sowas ähnliches, sondern wir haben es auch hier wirklich sehr einfach gehalten. Das heißt, hier ist nicht Bimea und Matrix und keine Ahnung, was da alles draußen gibt. Wir haben es wirklich sehr einfach gehalten, wie es jetzt zum Beispiel Binance oder irgendwelche anderen Börsen haben. Oder auch B-Swap, zum Teil auch dezentrale Börsen. Ich glaube, Bankingswap wird das jetzt auch selber integrieren. Oder Amazon, dass man sagt, okay, du bekommst auf 2, 3 oder auf 10 Ebenen jetzt gewisse Shares.
Und das haben wir auch eingebaut, weil, wie gesagt, das hat jetzt eh schon eigentlich fast jeder und auch bei Börsen kann man das ja auch schon machen mit Raffle Rings. Und das funktioniert so, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns in die Horus Farm reingehst, dann siehst du hier zum Beispiel Partners und das funktioniert auf 4 Ebenen. Ja. Von diesen 30% Performance Fees sieht man auch hier wieder auch in der Treasury. Das heißt, es ist alles real, ja. Von diesen 30% Performance, wie die abgezogen wird, geht 10% in den Referral. Und diese 10% werden so aufgeteilt, dass man sagt, okay, erste Ebene 5%, zweite Ebene 2%, dritte Ebene 2%, vierte Ebene 1%. Ich sehe, okay, wie viele Partners habe ich jetzt hier schon? Und ihr müsst jetzt eins verstehen, das ist noch Beta-Test. Okay? Und so viel Volumen. Und von diesem Volumen, dann von dem Profit, wie gesagt, bekommst du dann eben hier Profits. Ja? Das heißt, das ist wie wenn du jetzt eine Börse weiter vermitteln würdest, wo du an den Trading Fees beteiligt bist, nur dass sich hier keine Leute versenken und liquidieren, sondern hier kannst du wirklich hergehen und Großinvestoren reinholen. Das heißt, hier kannst du agieren wie ein Fondsmanager und Fondsmanager sind die Leute, die am meisten Kohle verdienen. Und sagen zu Leuten, hey, macht euch ein Blue-Chip-Portfolio und legt es hier an, weil hier bekommt ihr wenigstens einige Prozent mehr noch drauf. Und wenn diese Coins 10 oder 20 machen, dann sind ja die Prozent, die du hier gemacht hast, auch wieder mehr wert. Ja? So, und das zweite ist bei Maximizer, da haben wir auch einen eigenen Ref-System, der funktioniert auf 10 Ebenen. Erste Ebene 10%, zweite bis zehnte Ebene jeweils 1%. Diese Prozent bekommst du aber auf dein Deposit gut geschrieben, ja, und auf das bekommst du dann 1% am Tag. Das heißt, hier kannst du auch nicht alles auf einmal auszahlen an den Profit, sondern nur 1% am Tag jeweils. Genau, und bei den NFTs wird es dann auch ein eigenes Ref-System geben. Das heißt, dort werden wir, glaube ich, sogar 50% oder irgendwie so. Oder ich muss das nochmal schauen, aber wir werden da auf alle Fälle ein Ref-System machen. Oder 30% war es auf 3 Ebenen, 15 erste, zweite, 10, dritte, 5. Das heißt, wenn du jetzt hergehst und ein NFT weiterempfiehlst, kannst du da auch nochmal zusätzlich Geld damit verdienen. Ja. Okay. Also es ist auch spannend für Leute, die jetzt einfach in der realen Welt Leute einfach kennen, die noch nicht so in Krypto dabei sind und denen einfach mal vorschlagen, ob sie nicht einen Teil ihrer Anlagen in Krypto quasi umstrukturieren wollen. Genau. Und das ist ja auch das Wichtigste, weil schaut mal her, die meisten Projekte müssen immer rausgehen und ihren Shitcoin verkaufen. Ich bin der Beste, ich bin der Geilste, bla bla bla. So, wir bei Cairo Finance, wir müssen das nicht machen. Ich muss nicht mal Cairo verkaufen, ich gehe raus, verkaufe den Leuten Blue Chip Portfolios. Von diesen Blue Chip Portfolios machen die Leute Profits. Von diesen Profits werden Profit Shares abgezogen und mit diesen Profit Shares kaufe ich meinen eigenen Token Retour. Das heißt, desto mehr Blue Chip Portfolios ich verkaufe und desto mehr Profits meine Kunden machen, desto höher wird der Kurs von Cairo steigen. Okay, also eine Win-Win-Situation. Genau. Und kann ich die Token jetzt eigentlich nur über eure Website kaufen oder wo kann ich die kaufen? Den Token kann man direkt auf PancakeSwap kaufen. Man kann auch hier auf Maximizer gehen und oder wo war das jetzt? Ah, hier. Get Cairo. Also ich kann jetzt auf die Webseite zum Beispiel bei Maximizer dann auf Get Cairo und dann wird man direkt auf PancakeSwap verbunden und dann sieht man hier auch schon das richtige Pair. Man kann es mit alles Mögliche kaufen, weil es wieder automatisch geswappt. Aber ich denke, am billigsten ist es, wenn man es mit BUSD macht, weil dann muss PancakeSwap jetzt nicht extra, wenn du jetzt mit BNB einzahlst, die BNB in BUSD umtauschen und dann mit BUSD Cairo kaufen. Das heißt, ihr verkürzt den Weg, durch das ist es billiger. Und ihr müsst hier bei SleeperEdge, das heißt, ihr müsst hier aufs Zahnrad gehen. Ei, was habe ich jetzt gemacht? Ich muss hier aufs Zahnrad gehen und muss 12% Slipperage einstellen. Und dann kann ich kaufen. Wenn ich hier nicht 12% einstelle, dann kann ich nicht kaufen. Ja.
Okay, nimmt er dann immer die 12% oder nur bis zu 12%? Nein, nur bis zu 12%. Aber 10 geht halt meistens nicht, ne? Ganz genau. Darum muss man ein bisschen mehr machen. Okay, weil dann kommt 100-mal die Frage, warum geht's nicht, warum geht's nicht? Welches Lied? Genau, drum immer 11 bis 12, 13, 14. Also das heißt nicht, dass jetzt so viel abgezogen wird, 10% wird fix abgezogen, aber man muss halt höher einschalten, weil wenn Traffic ist, dann musst du halt höher machen, weil sonst geht die Transaktion nicht durch. Ne? Okay. Nein, und was auch wichtig ist, ist diese Buy und Sell ist nur für dieses Pair Pyro BUSD und ist nur auf Pancakes. So, das heißt, wenn wir in 3 Monaten auf einer PEX gelistet werden, dann gibt es diese Fee-Struktur, also diese Buy und Sell Fee-Struktur nicht mehr. Also auf dieser zentralen Börse, auf PancakeSwap schon noch, aber man könnte die dann umgehen, indem man dann eben zu dieser Börse geht und dort kauft. Und das ist auch ein sehr großer Grund, warum ich denke, dass uns auch große Börsen schnell listen werden, weil die dann wissen, sehr viele Leute werden dann auf ihre Börse kommen und den Coin dort kaufen und nicht über PancakeSwap. Okay. Und ja, cool. Cool, kann ich nur sagen dabei. Wie wäre es, wenn wir mal die Leute zu Wort kommen lassen und mal ihre Fragen in die Runde werfen? Gerne. So, dann soll einmal der Pablo den Chat aufmachen. Und jetzt könnt ihr gerne im Sprachchat oder heben sich die Hände. Ja, fangen wir an mit dem K14, den habe ich eh schon die ganze Zeit am Schirm gehabt. Servus. Du kannst jetzt sprechen. Also bis jetzt super Projekt. Muss ich die ganze echt sagen, die Idee ist krass dahinter. Ich hätte auch noch ein paar Fragen dazu. Gerne. Also, was ist, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, vielleicht habe ich das nicht mitbekommen, ich war kurz in der Küche. Du hast ja gesagt, dass du schon relativ erfolgreich mit dem Trading warst. Aha. Was war jetzt die Motivation für dich, dass du jetzt trotz deines so großen Erfolges nochmal denkst, dass du dein Geld in ein Projekt rein investierst, deine Zeit da rein investierst und ich verstehe die Frage, ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Es ist nämlich wirklich so, dass ich sag mal so, ich einen Status genieße, wo ich eigentlich nichts mehr machen muss. Ja. Also ich kann eigentlich 2-3 Jahre warten, Bitcoin geht auf 100-200k und es reicht komplett aus. Es würde auch jetzt schon reichen. Ne. Und es hat auch sehr lange gedauert, also da muss ich auch wirklich ein sehr großes Lob an meinen Geschäftspartner aussprechen, weil wenn der nicht gewesen wäre, dann würde es Cairo Finance so nicht geben, weil ich mache das Trading selber, ich mache ja Liquidity Mining selber und das mit sehr großen Summen und sehr profitabel. Und eigentlich ist es ja auch so, desto mehr Menschen ich es zeige und desto mehr Menschen das machen, mit desto mehr Menschen muss ich auch diesen Profit teilen. Ne? Das heißt, es ist eigentlich eher kontraproduktiv für mich. Aber dieser Geschäftspartner hat mich halt 3-4 Monate penetriert, jeden Tag angerufen. Und mir ist halt dann nichts mehr anders übrig geblieben, sagen wir mal so. Und ich weiß nicht, wie es mir dann geht, aber man ist halt so in einem Loch, sag ich mal, wo man dann auch sehr faul wird und man sagt, okay, ich muss nichts mehr machen, ich mache auch nichts mehr. Und ich habe ja gewusst, dass wenn wir dieses Projekt starten, ich werde 24/7 arbeiten. Ne? Und ich habe ja auch Familie, ich habe auch Kind bekommen vor 2 Jahren. Und ich habe auch gesagt, okay, ich will mich jetzt eigentlich nur mehr zurücklehnen und Zeit mit der Familie verbringen und so, ne? Auch obwohl ich noch sehr jung bin, aber ja, ich habe dafür halt auch gehasselt, wie blöd, ne? Aber ja, ich habe mich halt dann dafür entschieden und ich muss halt sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Und das ist halt wichtig, weil wenn es Spaß ist, dann ist es keine Arbeit. Und ja, es hat sich auch sehr cool entwickelt. Und wie gesagt, jetzt macht es halt Spaß, es ist keine Arbeit mehr und jetzt ist halt nur mehr für mich halt Prestige, weißt du, was ich meine? Also mir geht es da gar nicht auch um Geld. Ich sage es auch, ich rede da auch offen mit den Leuten, es wird hier kein Scam geben, es wird halt kein Rugpull geben. Alles, was hier an Geld verdient wird, wird auch gerade
refinanziert in dieses Projekt. Also alleine für die Marketingfirma haben wir jetzt, keine Ahnung, über 150.000 ausgegeben für die nächsten 3 Monate. Listungen auf Börsen, kannst du dir vorstellen, die kosten 300.000 aufwärts. Ja, ja. In das Projekt selber, keine Ahnung, wie viel Geld schon reingeflossen ist. Und ja, also entweder wir gehen zusammen auf Null oder wir gehen zusammen auf die Spitze. Ne? Und ja, so ist es dazu gekommen. Wie viel erwartet ihr, dass in etwa in den im ersten Jahr so von den Tokens geburnt wird? Also auf was die gesamte Marketkapitalisierung der Stückzahl fällt? Ja, also auf alle Fälle werden einmal fix 14 Millionen geburnt, weil jetzt sind es schon 7 Millionen. Und wenn man jetzt ausrechnet, dass keiner die 1% am Tag verkauft, sondern reinvestiert. Das heißt, jetzt rechne ich gar nicht, damit das neue Investoren reinkommen, sondern nur, dass die Leute, die schon drin sind, alles reinvestieren und das tagtäglich. Was jetzt auch nicht der Fall ist, weil es gibt ja Leute, die nehmen ja auch Profite täglich. Ne? Aber wenn das passieren würde, dann ist der Maximizer jetzt vielleicht noch, sage ich mal, gute 100 Tage aktiv, dann sind 14 Millionen Token geburnt. Das heißt, diese 14 Millionen kannst du schon mal wegrechnen von den 100 Millionen. Das sind dann, so, warte mal, das sind dann 86 Millionen plus es werden nochmal so 200.000 bis eine halbe Million jedes Monat zusätzlich geburnt. Das heißt, machen wir es mit Minimum 200.000, ja, ungefähr so, ich schätze mal 85 bis 80 Millionen. Das heißt 20 Millionen Token, das geburnt werden dieses Jahr noch. Ne? Okay, das kann sich krass zeigen lassen. Ja. Und das ganze Projekt ist ja finanziert dadurch und auch dafür da, dass es dass viele, also dass es deflationär gebaut ist, dass viele Coins reinkommen, dass Supply runterkommt und der Preis gleich bleibt. Also dafür braucht ihr halt ein hohes Trading-Volumen von einem Coin, würde ich von genau machen. Genau, das heißt, desto mehr getradet wird, desto stabiler wird auch der Token mit der Zeit, weil immer mehr Leak nachkommt. Ja, aber was macht ihr dann, wenn ihr das Volumen nicht mehr habt? Und du meinst, wenn wir jetzt, keine Ahnung, so 20, 30, 40, 50 Millionen haben in den Token? Genau. Wenn jetzt dieses Volumen nicht mehr das. Genau. Naja, dann ist der Token halt extrem stabil. Es ist ja. Der Token, wenn das kauft keiner, das verkauft keiner. Macht ja nichts mehr. Naja, du hast halt passives, du hast halt passives Einkommen, was du dir mit den Token aufbauen kannst. Du kannst ja dann Stacking betreiben. Schau her, wenn du dann zum Beispiel kaufst oder verkaufst oder bei den anderen Produkten entstehen ja Fees. Mit diesen Fees werden die Kairos hergenommen und ins Kairos Stacking reingelegt. Jetzt kannst du hergehen und deine 100.000 Kairos oder 10.000 Kairos, die keine Ahnung wie viel wert sind und stabil viel wert sind, einlegen und dann bekommst du nochmal zusätzlich Kairos und diese zusätzlichen Kairos, die du bekommst, kannst du dann verkaufen und somit hast du dein passives Einkommen aufgebaut und der Preis selbst hinter den Token ist dann eigentlich nur mehr zweistellig. Mhm. Und das hat auch der Julian Hosp, vielleicht kennt man den, könnt ihr mal seinen Tweet durchlesen, so ist ja eigentlich der DeFi-Token von denen auch aufgebaut, dass es eigentlich das, was der Token wert ist oder der Preis von den Token ist eigentlich irrelevant, der Vorteil oder am Vordergrund steht das, dass du mit diesen Token dir ein passives Einkommen aufbauen kannst. Das heißt, dass du niemals hergehen musst und diesen Token verkaufst, wenn du intelligent bist und eine gute Strategie fasst. Mhm. Ja. Gibt es ein Limit, wie viel ein Wallet besitzen kann? Wie viel Prozent oder Ansatz oder Stück Anzahl von dem Coin? Nee, gibt's kein Limit. Nicht. Das heißt, ich kann jetzt, was weiß ich, eine halbe Million Stück davon kaufen, warten, bis die gesamte Market Cap niedriger ist und dann den ganzen Coin wegdumpen. Könntest du, aber es würde sich nicht rentieren, weil erstens hast du einen sehr großen Price Impact, wenn du das machst. Also sehr groß, weil du kaufst ja den Kurs hoch dann. Ja. Erstens, zweitens zahlst du 10% Gebühr beim Kaufen und beim Verkaufen zahlst du auch nochmal 10% Gebühr. Das heißt, der Token müsste Minimum 30-40% plus machen, dass du vielleicht plus minus null aussteigst. Ja, aber wenn ihr so ein lukratives Projekt habt, also ich würde mal schon schätzen, dass euer Market Cap sich auf
was weiß ich, 5 Milliarden steigern könnte. Da könnte, wird ja, er, ja. Wenn die Coin-Anzahl runtergeht, wird der Preis halt immens beeinträchtigt. Könnte, also da könnte. Würde ich mich halt noch sehr spannend, ja, was man so, da noch vornehmen könnte. Weil du kannst halt, das ist eine immense Sicherheitslücke. Das ist nicht ein kleines Problem, sondern du kannst halt, das ist eine komplette Angriffsfläche. Ja, das ja, macht weil den kompletten Coin kaputt. Das nimmt jedem anderen das Geld weg. Ja, ja, aber man muss halt auch so, man muss halt schauen, das erste Ziel ist einmal 100 Millionen. Ne? Und man muss halt auch so denken, wir haben natürlich auch Whales, die groß rein sind mit, keine Ahnung, 80.000, 100.000 und so weiter und so fort. Nur die sind auch natürlich in den Maximizer rein, um eben ihre Coins zu maximieren. Weil man muss halt schon dazu sagen, den Karo-Token rein zu traden, ist für einen Trader schon sehr unattraktiv. Also da gibt es sicher einige Token, die besser sind zum Traden, wo du nicht so eine hohe Fee-Struktur hast. Ne? Das heißt, mit dieser Fee-Struktur haben wir eigentlich einen Riegel davor gestellt, dass es halt für Trader unattraktiv ist, rein und raus zu gehen sehr schnell, weil er spekulieren muss, dass der Preis hochgeht. Ich denke auch natürlich, dass der Preis oder dass die Market Cap sehr hoch sein wird, wenn die Produkte genutzt werden und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch bei Bitcoin oder jetzt bei anderen Tokens keinen Riegel, die davor geschoben haben, dass die gesagt haben, okay, du kannst nur so und so viel auf dieser Wallet besitzen, weil okay, du kannst das machen, es ist kein Problem, aber wenn wir uns ehrlich sind, du kannst das so oder so nicht jetzt blocken, weil dann macht er sich halt 10 Wallets. Weißt du, was ich meine? Ja, aber Bro, das ist ja was komplett anderes, Digga. Bitcoin funktioniert nicht Deflation und hat ein Volumen, das kannst du nicht. Das ist so gut wie nicht möglich zu dumpen. Da musst du solche Milliardenbeträge rein investieren. Aber was denkst du, was? Die haben ja alle dasselbe gemacht, Elon Musk etc. Die haben das ja genauso gemacht. Hat ja da auch funktioniert, super. Ja, die dumpen das, ey. Auch die Bitcoin-Miner, ne? Ja, ja, genau. Also euer Argument, dass der Preis, dass das nicht passiert, ist einfach, dass ihr die Fees so hoch gesetzt habt und hofft, dass euer Coin-Preis nicht hochgeht. Oder nee, was? Ich sag nicht, dass es nicht passiert, aber ich sage, wenn es passiert, dann kostet es dieser Person sehr viel. 10% beim Einkauf, 10% beim Verkauf, das sind 20%. Das sind bei 500k ja schon eine sehr große Summe. Und er muss ja dann spekulieren, dass der Coin Minimum 20-30% macht, dass ich diese Fees, die ich bezahlt habe, wieder erinnern habe. Ne? Aber Bro, wir können. Milliarde Market Cap rechnen. Sie haben jetzt gerade 200 Millionen Market Cap gerade? War auf Coin Market Cap? Nee. Ja, das ist aber der Total. So. Das ist der Total Value Locked. Und das sind Totals, die gewestet sind. Das wird nicht richtig angezeigt. Ne? Ja, ja, okay. Was ist dann der Zicker, der... Der Market Cap sind wir bei 4-5 Millionen. 4-5 Millionen. Okay, ja, aber wenn du dann halt, sagen wir mal, du erreichst einen Market Cap von 5 Milliarden, was absolut nicht untypisch ist bei so einem Projekt, also weil euer Use Case ist halt unendlich krass. Ihr offert halt die Staking Rewards 100 Mal besser als irgendeine zentralisierte Plattform. Das ist halt viel, viel lukrativer natürlich. Ja. Aber wenn der Market Cap hochgeht und die Coin-Anzahl runtergeht, dann hat das als Effekt, dass der Preis von einem Coin hochgehen muss, weil sonst matcht das nicht. Und das würde dann mein Investment von, was weiß ich, 100.000, 100-fachen oder 10-fachen genügen. Dann ist mein Investment das 10-fache wert und dann ist es eigentlich auch relativ egal, ob ich da 10% Gebühren drauf zahle beim Verkaufen. Das ist klar. Aber es ist halt schwierig, wie gesagt, das komplett zu verbieten. Du kannst das halt nur erschweren, ne? Weil wenn er mehr Wallets macht, dann kannst du es auch nicht kontrollieren. Wenn er jetzt 10, 20 Wallets macht und das auf 10, 20 Wallets aufteilt. Natürlich kann man jetzt hergehen und sagen, okay, ab einer gewissen Menge kannst du eine Whale Tax Fee einbauen. Das hat zum Beispiel Drip und andere Systeme gemacht, dass du sagst, okay, ab einer gewissen Summe zahlst 50% Fee oder so. Ne? Oder du sagst, okay, pro Wallet geht halt nur so und so viele Coins. Ne? Aber wie gesagt, du kannst es halt nur erschweren, komplett verbieten kannst du es nicht. Außer du hast eine Lösung, dann kannst du mir dir gerne schreiben. Wie gesagt, wir sind auch offen und für Verbesserungsvorschläge. Und unser Smart Contract ist ja auch noch upgradable. Das heißt, man kann dann natürlich noch etwas daran ändern, wenn es jetzt nicht eine Hard Änderung jetzt ist, sage ich jetzt mal. Im Contract selber. Ja, ich bedanke mich noch für die Zeit.
zum Reden. Gerne. Ich bin ehrlich mit dir, ich werde wahrscheinlich sehr intensiv eure Website zum Staking nutzen. Jetzt vor allem im Bear Market muss man ja irgendwie Geld machen, Digga. Wo Geld? Genau. Ist halt alles weg. Aber alles ich würde, ihr müsst, ich habe jetzt leider keine Lösung für dich, aber ihr müsst da noch irgendwas machen dagegen, weil das ist eine sehr große Angriffsfläche, die euren Coin halt komplett Schrott macht. Ja, ich schaue es mir mal an. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten mit Sale Tax Fees und so weiter und so fort. Also für jedes Problem gibt es eine Lösung, ne? Oder eine Erschwerung dann für solche Leute, besser gesagt. Perfekt. Okay, dann bedanke ich mich und tschüss. Danke, ciao. So, dann machen wir mal mit dem Steff weiter. Den habe ich als nächstes auf der Liste. So, Steff, du bist freigeschalten. Du kannst sprechen. Guten Abend zusammen und schöne Grüße aus Berlin. Toni, vielen Dank für deine Ausführung. War sehr interessant und aufschlussreich. Konnte nochmal einiges besser verstehen. Meine Frage wäre tatsächlich, oder ich hätte ein, zwei Fragen. Zum einen die Cairo Bank. Die gelockten Tokens, kann man die frühzeitig rausholen oder sind die fix drinne? Zum Beispiel mit hohen Fees oder sowas? Nee, also das ist auch eine sehr gute Frage. Da habe ich auch ich mich jetzt schon White Paper gefunden, deswegen. Ich höre mich jetzt schon wieder doppelt. wieso höre ich mich jetzt doppelt? Okay, egal. Diese Cairo Bank wird auch beim Drittanbieter gebaut, sprich bei Unicrypt Network. Und man kann auch bei DeFi-La mal schauen, Unicrypt Network ist, glaube ich, das sechstgrößte Protokoll, das heißt, die verwalten auch richtig viel Kohle, ne? Also da hat man sehr viel Trust. Und die Tokens, das ist eine fixe Zeit, da kommst du auch nicht mehr raus. Das heißt, wenn du sagst, Minimum ist ein Jahr, dann sind die Kairos auch gut für ein Jahr gelockt. Wenn du vier Jahre sagst, ist vier Jahre. Steff, hast du ein iPhone? Ja, ich halte mich mal stumm, ne? Was du noch machen kannst, ist, geh kurz in den Chat, ins normale Menü, drück rechts unten im Eck kurz aufs Mikrofon, dann wieder auf Schreiben und dann mach den Sprachchat wieder auf, dann ist das Mikro weg, nur zur Info. Okay. Das sollst du noch einmal lauter werden und dann hörst du es besser. Ja, ich mache mich mal stumm, alles gut. Perfekt. Genau, also wie gesagt, dieses Produkt machen wir auch beim Drittanbieter, weil dieser Drittanbieter eben sowas anbietet wie Token locken oder eben Farming Pools aufmachen bei denen. Und die Cairo Bank, das was wir ja machen, macht ja keiner. Normalerweise ist ja das so gebaut, dass du da Kairos oder irgendeinen Token XYZ für ein bis vier Jahre lockst und dafür diesen Token auch wieder retour bekommst. Aber wir sind mit dieser Idee hergekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir laden diesen SC, sprich diesen Smart Contract mit BUSD auf, dann nochmal zusätzlich mit allen Gebühren, die dort entstehen und dort kannst du dann eben Kairos locken und BUSD verdienen und das fand halt Unicrypt Network auch mega geil und alleine wegen diesem Produkt werden auch sehr viele, die schon Unicrypt Network kennen und auch dort unterwegs sind auf dieser Plattform, Kairos kaufen, um eben diese BUSD-Rewards auch zu verdienen. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles fix, da kannst du nichts mehr ändern, auch nicht mit einer hohen Gebühr rausgehen oder so. Okay, super, danke. Dann hätte ich nochmal eine Frage zu den Farmen. Welche Kriterien müssen Token erfüllen und gehört dazu Rechain in Zukunft? Also Kriterium Nummer 1 ist mal, dass diesen Coin auch auf der Binance Smart Chain gibt. Ja, wenn jetzt der Token nur auf Ethereum oder Polygon oder keine Ahnung, dann können wir den nicht anbieten, weil die Farm jetzt rein auf Smart Chain läuft. Das heißt, dieser Token muss auch auf der Smart Chain sein. Dann könnten wir ihn anbieten und dann muss es aber auch irgendwelche Protokolle oder Provider geben, die das für Lending, Borrowing oder für Farming anbieten, wo wir uns dann ankoppeln können und dem diese Yields dann optimieren können. Das heißt, wenn es das nicht gibt, dann können wir das auch nicht anbieten. Ich kann dir zurzeit sagen, also was noch kommen wird bei uns, ist XRP, Dogecoin, Filecoin, Aave. Genau, das ist jetzt bei den Einzelassets. Und dann bei den Double Pairs, sprich bei den LP-Tokens, da kann man dann eigentlich fast alles anbieten, was auf der Binance Smart Chain läuft.
Aber die kommen erst Q2 und Q2 wird wahrscheinlich sowas November, Dezember sein, weil wir die auch erst eigentlich in, sag ich mal, einem Bull Market starten wollen oder wenn wir jetzt wissen, wo die Reise hingeht mit dem Markt, weil man bei solche zwei Pairs, wenn du zum Beispiel BNB und GMT zur Verfügung stellst, dann tradest du diese zwei Assets auch gegeneinander. Das heißt, wenn GMT raufgeht und BNB gleich bleibt, dann hast du Impermanent Loss und das gleicht sich aber erst aus, wenn der andere Coin auch raufgeht zum Beispiel. Ne? Und das ist halt dann im Bullenmarkt viel, viel, viel attraktiver, weil du so weniger Impermanent Loss machst und halt enorme Profits machen kannst. Da gibt es ja dann Prozente von 200-2000% im Jahr. Ne? Ja. Also das sind diese Kriterien, dass man das dann anbieten kann. Natürlich bauen wir jetzt auch aus, aber das ist dann auch wieder Zukunftsmusik. Ich sag mal November, Dezember, vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch. Das heißt, als nächster hauen wir noch die Ethereum-Chain dazu. Da können wir dann Ethereum, sag ich mal, mit 4-5% anbieten über Lido Finance. Die verwalten noch Billionen. Dann wollen wir noch das Phantom-Netzwerk mit einbinden, dass man dann zum Beispiel auch Phantom 4-5% anbieten können und da kommen dann, wie gesagt, dann auch andere Netzwerke dazu, sprich, dass wir auch da Multichain agieren können, aber wie gesagt, zuerst bauen wir jetzt mal die Smart Chain auf und dann Stück für Stück kommen andere Chains dazu. Okay, super. Dann bin ich weiterhin interessiert und froh, dass ich schon bei $1 mit dabei bin. Perfekt, danke. Ja, sehr schön. Der Jason, oder wie, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, hat eigentlich meine dritte Frage gerade schon formuliert im Chat. Und zwar geht es im Prinzip darum, wie wollt ihr die Leute erreichen, um in die Farm zu gehen? Ne? Also quasi Marketing etc. pp. Das ist ja meine letzte Frage und ansonsten, ja. Also Punkt 1 ist mal auf alle Fälle durch das Affiliate-System, was wir auch anbieten. Das heißt, dass unsere Leute, unsere Community, ihre Nachbarn und ihre Leute im Umkreis auch mal, sag ich mal, was Gutes tut und denen nicht nur Shitcoin schielt, sondern auch mal Bluechip-Portfolio anlegt, ne? Weil das sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man ein Bluechip-Portfolio hat, dann kann man auch Shitcoins traden, meiner Meinung nach. Aber ein Bluechip-Portfolio braucht man. Punkt 2 ist dann eben auch durch eben Banner-Werbungen eben auch direkt über Yield-Tools wie Yield-Watch wo eigentlich nur Liquidity-Miner und Yield-Farmer unterwegs sind. Wir werden da auch gewisse Listungen machen auf DeFi-Lama und so weiter und so fort. Und wenn die dann sehen, hey, du bekommst da so und so viel Prozent, dann kommen die Liquidity-Miner von selber. Ja, also das ist unser Marketing, was wir fahren werden. Alles klar. Dann danke ich dir. Perfekt, danke. So, warte mal. Ha? Was war die Frage? Angezündet? Hat's Boom gemacht? Ja. Jawohl. Okay, ich glaube, der weiß nicht, dass er gerade spricht. So, dann machen wir nochmal stumm. So, Costa, die nächste Frage. Bitte. Hört man mich jetzt? Ja, jetzt hört man dich. Ja. Und zwar die Frage, die ich mir, also grundsätzlich hört sich das alles ganz super an, aber zum Yield Farming habe ich eine Frage. Wenn der Contract immer zum bestbezahltesten Projekt springt, sag ich mal. Ab wann ist für euch die kritische Masse erreicht, dass ihr so groß seid, dass ihr den Kurs selber zu stark beeinflusst, dass ihr eigentlich das Zentrum des Contracts, also dass ihr das Zentrum des besten Farmings seid, weißt du? Also, dass dann quasi scheißegal ist, wo ihr hinspringt, ja, genau. Ja. Weil wenn dieser Punkt erreicht ist, dann ist die Frage natürlich nachher folgende: Wollt ihr dann eure Tokens schließen und dann quasi ein Closed Community werden? So, das ist halt die Frage. Ne? Ja, da gibt es auch mehrere Techniken, die man machen kann. Erstens, wenn wir so groß sind und
da müssen einige Millionen verwaltet werden. Kann man splitten, dass dadurch nicht so einen Impact auslöst, ja? Sprich auf mehrere Protokolle, dass das dann eben aufsplittest, kann man sich dann natürlich auch alles ausrechnen, ungefähr, und dann sieht man es sowieso, wenn man es ja dann investiert, und dann kannst du ja noch immer hin und her switchen, wie du willst. Oder man macht dann zum Beispiel eigene Pools oder komplett eigene, sag ich mal, Lending Borrowing Contracts. Aber wie gesagt, das Beste ist eigentlich, dass du auf verschiedene Protokolle verteilst, und wenn du dann, sag ich mal, mit 5 zusammenarbeitest und du wirklich, was sehr unwahrscheinlich ist, aber sagen wir mal, du löst wirklich einen Impact aus bei allen 5 und dadurch geht die Yield runter, dann ist es so. Weißt du, was ich meine? Dann ist es aber auch bei jedem so. Weil dann hast du bei Alpaca, bei Venus und bei weiß nicht was ich noch, was andere für Protokolle, überall die Yield von 4 auf 2 gesenkt und dann fahrt jeder 2% fertig. Mehr gibt's nicht. Nein, genau, dann ist das so, ganz genau. Aber was dann halt zwangsläufig passiert, dass der Yield-Farming-Markt kaputt gemacht wird. Also ich finde, ihr habt ein gutes Projekt am Start. Was meine Sorge ist halt, dass ihr verhältnismäßig schnell sehr groß werden könnt und dass man sich vielleicht zu wenig Gedanken macht über das Großwerden. Weil jetzt dimpeln wir hier rum, sag ich mal, und Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, eine Arme vor 80 Leuten, ja, whatever, man. Ja. Aber du kannst halt mit so einem Projekt ziemlich schnell, ziemlich groß werden. Da muss man halt gucken, wie man es schafft, dass man klein bleibt oder halt, dass man guckt, was man macht. Weil wenn du sagst zum Beispiel, ich splitte das auf, dann sehe ich das persönlich nicht als sinnvoll an, weil dann musst du entweder in verschiedene Projekte investieren und dann müssen halt verschiedene Leute mit auf einem Average, sag ich mal, genau, sich zufrieden geben. Der ist dann halt niedriger, aber dieser Average zieht dann halt alles grundsätzlich nach unten. Wenn dieser Average immer noch höher ist, als was der Markt anbietet, springen immer mehr Leute auf das Projekt. Und wenn immer mehr Leute auf das Projekt springen, dann ist das Projekt der Markt. Und wenn genau, aber den Average bestimmen ja wir dann, egal bei welcher Plattform, wenn du den Preis manipulieren kannst, weil du so groß bist, ne? Also das heißt, nicht, dass jetzt wer anders woanders hingeht, weil woanders mehr Yield gibt, weil das wird es dann nicht geben. Das wird es dann nicht mehr geben, genau. Aber wir sprechen hier von Summen. Wir sprechen hier von Summen, die sind wirklich sehr, 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 also schau, wir sind ja jetzt im Bärenmarkt und Alpaca hat jetzt 500 Millionen, 700 Millionen, aber was glaubst du, was damals zur Zeit war, wo Bitcoin auf 60.000, 70.000 war? Ja, das ist schon klar. Ich bin auch schon lange dabei. Also das erst seit gestern beobachtet den Markt. Das Problem ist halt, du kannst halt ziemlich schnell ziemlich groß werden, ohne dass du dich dagegen wehren kannst. Ja, aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass dann die Yields auf 0% fallen oder so, ne? Nein, das nicht. Aber wir werden dann natürlich, weil das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, desto mehr Leute diese Möglichkeit erkennen, desto unrentabler wird es dann auch für jeden. Ne? Hm. Aber das kannst du nicht ändern. Das ist wie bei Bitcoin Mining. Ne? Was mir ganz gut gefallen hat, das hat mich wirklich auch getroffen, als du gesagt hast, Google war nicht die erste Suchmaschine, stimmt. Ja? Facebook war nicht die erste. Aber die haben dann halt den Markt ausgefüllt und dominiert. Und dann zu den Konditionen, die gewollt wurden. Oh gut, ja, okay. Nee, das war nur eine Frage. Okay, also. Ja, okay. Danke. Gerne. So, dann schauen wir mal, ob noch irgendwer im VC eine Frage hat, sonst gehen wir mal den Chat durch. So, ich sehe da jetzt aktuell keinen aufzeigen. Oh, da ist eine Hand. So, bitte XC. Einen wunderschönen Abend und herzlichen Glückwunsch, Toni, zu deinem Erfolg. Danke. Es sind jetzt einige Fragen dazwischen beantwortet worden, aber ich merke, du bist auch schon länger dabei, ein alter Fuchs, so wie ich. Und du hast doch vorhin Animal Farm und Drip angesprochen. Genau. Und ich gehe davon aus, dass du auch hier drinnen investiert bist. Nein, bin ich nicht, aber ich kenn's. Okay, ich bin hier ein kleiner Wal in dieser Plattform. Ich bin gerne im DeFi unterwegs und ich wollte halt zu der Frage von Basam eingehen. Er hat es auch ein bisschen falsch verstanden, weil du hast ja gesagt, eure Token sollen als Government-Token auch dienen. Aha. Und die sind nicht da zum Traden, sondern
dass man ein Teil von der Plattform besitzt und auch Mitspracherecht hat. Das hat er wahrscheinlich nicht verstanden. War so, ja. Das ist, man kann ja auch traden. Man kann ja auch traden. Man kann machen, was man will mit den Token. Ne? Nur es ist halt unlukrativ. Also, was heißt, es gibt sicher lukrativere Token, rein nur, sage ich mal, jetzt kaufen und verkaufen, solange das auf PancakeSwap bleibt. Wenn wir dann auf einer zentrale Börse gelistet wird, dann ist wieder was anderes, weil dann sind diese 10-20% Gebühren nicht mehr. Ne? Mhm. Und dann hast du auch Hebel-Trading und so weiter und so fort. Jetzt ohne Hate oder irgend sowas, wieso hast du die ganze Zeit das Wort Beta verwendet? Das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht. Weil die Farms, die wir gerade, die ich gezeigt habe, wo man Ethereum, BNB ins Staking legen kann, noch im Beta-Test sind. Das bedeutet, wir haben auch unsere Community davor, sage ich mal, gewarnt, nicht jetzt, keine Ahnung, wie viel Geld da reinzustecken, sondern wirklich nur das Minimum, um noch Sachen zu testen. Weil, wie gesagt, wir haben zwar im Hintergrund getestet, das Audit läuft auch noch, das werden wir, glaube ich, jetzt Ende der Woche bekommen. Aber es ist jetzt nicht im Hintergrund, sage ich mal, dass irgendwas nicht richtig verrechnet wird oder so, weil das funktioniert schon. Das ist auch schon ausgiebig getestet worden von uns selber. Aber es sind einfach noch ein paar Anzeige-Bugs. Ja? Hier und dort wird nicht richtig der Profit angezeigt. Er wird zwar richtig verrechnet, aber nicht richtig angezeigt. Oder in der History und so weiter und so fort. Und das sind halt Bugs, die man mit der Community viel schneller beheben kann. Und deswegen sagen wir, okay, wir sind noch im Beta-Test. Die mittesten wollen, können jetzt mittesten. Wenn wir dann, sage ich mal, alles getestet haben und alle Bugs gefixt haben, dann kommt von uns die News raus und dann sagen wir, okay, Beta-Test ist vorbei, jetzt könnt's reinfahren. Ne? Und falls ich ein paar Tipps dir geben darf, so von meiner Erfahrung her, weil ich gerne im DeFi-Space unterwegs bin, Tags hin oder her, die Leute werden trotzdem dumpen, weil zum Beispiel bei Animal Farm ist eine TVL von 400 Millionen. Und da war zum Beispiel die Rendite am Tag, da hatte ich 500 APR und da habe ich am Tag 5.000 gemacht, 5.000 Euro am Tag. Ja, jetzt aber du hast ja die Rendite in PIK-Token bekommen, oder? Oder in irgendeinen anderen Token? Für ein Government-Token, so wie der Gyro-Token ist zu sagen. Genau, und deswegen war ja der Peak-Token und dieser Reward-Token extrem inflationär. Der ist ja jetzt nichts mehr wert, ne? Naja, das stimmt ja nicht ganz, weil das ist dann weitergegangen, wenn du die Peaks-Token gehabt hast, hast du BUSD bekommen im Piggy Bank, so wie bei euch die Bank. Ja, also das ist eigentlich das gleiche System. Also 1:1. Ja, aber durch das, dass sie ja diese Yields gepusht haben. Ich sage jetzt mal, du hast jetzt Ethereum reingelegt. Weißt du, was ich meine? Und du hast ja nicht real auf Ethereum 400-500% gemacht, sondern die haben ja mit deren Token das auf 400-500% gepusht. Das meine ich. Und durch das ist halt der Token sehr inflationär geworden. Man sieht es ja, wenn du... Das habe ich mit Bitcoin gemacht. Mit Bitcoin hatte ich. Ich habe meine Bitcoins in der Farm gehabt und die habe ich meine 200-300% gehabt am Tag. Aber auf die Bitcoins hast du ja die Profits in deren Token bekommen. Das meine ich. Du hast Bitcoin eingelegt, hast ein bisschen was in Bitcoin bekommen und aber hast Profits in deren Token bekommen. Ne? Genau, und deswegen wollte ich dir zum Herzen legen, dass du vielleicht oder dass ihr zum Beispiel überlegt, bei den Auszahlungen, dass man sich nicht 100% auszahlt. Ich weiß jetzt nur von der Erfahrung her, weil ich muss jetzt auf meine Farm warten, die ist noch immer gesperrt, dass ihr zum Beispiel, dass man täglich nur 2% auszahlen kann. Verstehst du, wie ich meine? Bei uns wird das nicht passieren, weil wir ja nicht unsere Yields pushen mit unseren Token. Dafür bieten wir aber auch nicht 300-500% an. Wir bieten nur das an, was real ist. Das heißt, wenn ich 11% mache, dann sind es 11%. Wenn es 20% sind, dann sind es 20%. Da wird nicht gepusht mit unseren eigenen Token. Und deswegen kann auch jeder diese Tokens dann verkaufen, ohne dass jetzt irgendwie der Preis dumpt oder inflationär wird, weil ja immer im Gegenwert was da ist. Ja, und das auch real erwirtschaftet wird. Das, was passieren kann, ist durch den Maximizer, durch dieses Stacking, wo ich ja diese Rechnung gemacht habe, im Worst-Case-Szenario, wenn 52 Millionen distributed werden, ja, dass der Kurs, auch wenn alles abverkauft wird, wieder recovern kann durch unsere Tokenomics.
Und letzte Sache, weil ich auch ein kleiner Zocker bin, ich wette gerne, wäre cool, wenn ihr auf die Plattform zum Beispiel mit euren Kairo-Token, dass man zum Beispiel wetten kann, Sportwetten oder keine Ahnung, oder Gewinnspiele auf der Plattform, so wie zum Beispiel Rubellose oder solche Sachen. Ja, ja, also das ist auch in unserer Roadmap drin. Es wird eine Lotterie kommen, wie bei PancakeSwap, wo man Tickets kaufen kann. Es wird ein Prediction-Sektor kommen, das heißt, wo du in 5-Minuten-Takt wetten kannst, okay, geht BNB rauf oder runter, und durch das entsteht eine Quote, wie beim Sportwetten. Das heißt, Trading einfach gemacht, rauf oder runter. Dann wird es C-Race geben, sprich diese Kamelrennen, wo man dann auch drauf wetten kann. Das ist wie Hunderennen oder Pferderennen, das heißt sehr hohe Quoten. Und wir haben auch schon ein Angebot bekommen für ein eigenes Casino, wo wir dann eben auch Sportwetten und alles anbieten können. Das wird uns auch nicht viel kosten, und das können wir auch gleich übernehmen und rebranden. Aber das haben wir jetzt noch weggelassen, weil bei uns halt auch, sage ich mal, aus dem muslimischen Sektor sehr viele Investoren mit auch drinnen sind, und da ist halt das Wetten und so halt nicht gern angesehen, und darum haben wir gesagt, okay, das lassen wir jetzt erstmal weg. Ne? Okay, okay. Ja. Na, dann sage ich danke und viel Erfolg und wünsche euch alles Gute. Du, sorry, das ist ein Unterbruch, eine Sache noch, Avra. Du, solange Krypto auf Nachfrage und Angebot basiert, kannst du alles, was einen Preis hat, wegdumpen. Und es ist egal, ob das über ein Governance-Token ist, ob das ein Ethereum 2.0 ist oder was es auch immer ist. Ja. Wirklich, Alter, dass ich den Coin nicht verstehe, kannst du mir nicht runterschieben. Bitte? Nein, nein, war gar nicht an dich. War gar nicht an dich, Bro. Das war gar keine Kritik an dich. Das war an den Typen, der mir gerade gesagt hat, dass ich den Coin nicht verstehe. Ach so, wer hat das gesagt? Das habe ich. Der gerade geredet. Ja, der war ja. Weil er es auch so immer nicht verstanden hat. Okay, ja, wie gesagt. Bei mir ist noch, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber mir ist noch eine Frage aufgekommen. Wie funktioniert euer, also, wie funktioniert das als Governance-Token? Also, wie ist das Wahlrecht und was kann gewählt werden und wie kann gestimmt werden, zu welchen Teilen? Oder also, ja, das würde ich gerne wissen, wie das Governance funktioniert. Also es ist ja noch nicht fertig gebaut, das heißt, das kommt ja auch noch, aber wir haben das auch schon mal für andere Systeme bauen lassen. Das heißt, es wird eine eigene Plattform. What? No, I make it here. Du hast eine eigene Plattform, und da ist zum Beispiel dann, man kann dort auch Proposals machen, das heißt als Community, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt, ich sage mal, Token XYZ in die Farms integrieren. Ja, dann können dann gewisse Leute auch dafür abstimmen. Da kann man dann zum Beispiel ein Kriterium machen, wenn so viele Stimmen dafür stimmen, dann geht das Voting online. Dann geht das Voting online. Und dann, wenn 70% der Community-Kraft sich für Ja entscheidet, dann wird das umgesetzt. So, dieses Voting, wie gilt das? Natürlich, der, was mehr Token hat, hat auch mehr Einfluss auf dieses Projekt. Das heißt, es muss auch fair aufgebaut sein, weil einer, der 100.000 Kairos hat, muss auch mehr Stimmrecht haben wie einer, der ein Kairo hat. Das heißt, ich verstehe dich, Entschuldigung, hier muss ich unterbrechen. Ja, ich möchte nur sagen, dass ich verstehe das, was du meinst, und das hat seine Berechtigung, diese Aussage. Das ist aber ein extrem unfaires Wahlrecht. Ich sage das nur. Ich verstehe, dass du sagst, natürlich jemand, der ein größeres Invest hat, hat ein größeres Interesse, seinen Invest zu verteidigen. Wie kann es sein, dass er überstimmt wird und so? Ja? Ja. Aber das ist extrem undemokratisch, und dann führt es die Wahl ad absurdum. Dann sollte man lieber sagen, ab Summe X darfst du mit an den Ideenpool. Ist nur ein Tipp von mir, weil das ist wirklich eine unfaire Behandlung von Leuten. Ich habe mir da viele Gedanken darüber gemacht, weil es ist einfach ja, ich kenne es halt nur so. Du kannst auch nicht auf Wallet machen oder auf. Also das Einzige, was fair wäre, tatsächlich eine Person, ein Vote, und diese Person muss sich dann halt einfach zentral irgendwo melden. Punkt. Und das ist halt scheiße, weil es halt dann dem DEX-Gedanken oder dem DAO-Gedanken gegenspricht, aber das wäre das Einzige, was fair ist. Ansonsten ist halt ein Problem. Ja. Aber gut. Fair ist immer eine Ansichtssache, weil einer, der jetzt 100.000, wie gesagt, investiert, und einer, der dann 10 Kairos hat, und vielleicht sind jetzt
keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Und der mit 10 Karo sagt nein und der mit 100.000 sagt ja und dann war das vielleicht eine blöde Entscheidung, dann hat der mit 100.000 auch mehr zu verlieren. Na, also fair ist auch immer eine Ansichtssache. Natürlich ist es auch dann unfair, wenn ich weniger Kapital habe, weil ich natürlich weniger Stimmrecht habe. Aber es ist ja auch so ausgelegt bei uns, dass du kannst jetzt zum Beispiel in den Maximizer gehen und 1% am Tag bekommst du. Du kannst diese 1% am Tag auszahlen jeden Tag, dann reduzierst du dein Risiko auf dein Investment, weil du jeden Tag Profits nimmst. Du kannst aber auch hergehen und diesen 1% jeden Tag reinvestieren, um deine Kairos zu vermehren. Und dann finde ich es auch fair, wenn du das durchgezogen hast auf eine längere Zeitraum und dir wirklich sehr viele Kairos angehäuft hast, dass du dann auch mehr Stimmrecht hast wie einer, der die ganze Zeit Profits genommen hat. Ne? Aber das ist, wie gesagt, das ist eine Ansichtssache. Ne? Das ist eine ich stimme dir zu. Also lass uns übereinkommen, dass wir uns beide in dem Punkt nicht übereinstimmen wollen halt, ja. Ich sehe das nicht als fair. Es ist fair für den, der mehr hat. Es ist unfair für den, der weniger hat, ganz klar. Es ist halt eine Ungleichberechtigung. Das ist das Gleiche, als wenn wir beide in eine Bar gehen, okay, und ich sage, ey, du bestellst mir jetzt einen Drink und du sagst nee, und dann sage ich, ey, ich bin aber stärker, ich hau dir auf die Fresse, du machst das. Ja. Und dann sagst du, nee, mach ich nicht und ich hau dir auf die Fresse. So, und dann kannst du nachher sagen, ja, du hast aber mehr Governance-Token gehabt als ich. Also es ist so ein wenn du auf die Fresse haust. So, das ist halt der Gedanke dahinter. Ist persönliche Meinung, aber das ist, vielleicht führt es auch zu weit. Aber wie gesagt, auch, also ich werde auch diesen Einwand, weil vielleicht denken ja auch mehrere Leute so wie du, das kann man dann zum Beispiel auch voten vorab, wo man sagt, okay, wie sollen wir das jetzt im Endeffekt bauen, weil das sind dann ja nur mehr Parameter im Contract, die du dann eben umänderst, wo du sagst, okay, entweder pro Token ein Stimmrecht oder wo du sagst, okay, jeder hat gleich viel Stimmrecht. Und du sagst, okay, dann wenn es 10.000 Leute gibt, wenn 7.000 Leute für Ja sind, dann wird es gemacht, wenn nicht, nicht. Egal wie viel Token oder so, das heißt, wie gesagt, das kann man dann auch noch abvoten und das, was die Community dann entscheidet, das wird dann gemacht, weil wie gesagt, man kann es ja nicht jedem recht machen und ich muss halt dann sagen, okay, hier gibt es keine Firma, kein CEO, das ist ein Community-Projekt und die Community entscheidet, was gemacht wird. Das heißt, wenn die Community sagt, okay, wir wollen das so machen, pro Account oder pro Coins, das wird dann eben dann so gemacht. Ne? Voll. Perfekt. Also war jetzt auch zu viel Raum eingegangen, sorry. Ja. So, was noch eine Frage im Chat war, bezüglich der Play-to-Earn-Games mit dem Camel Race, braucht man da ein NFT, um da zu spielen oder eigentlich nur, um drauf zu wetten? Nein, also braucht man nicht. Jeder kann da dann wetten, spielen. Wenn du dieses NFT besitzt, hast du halt 20% Cashback. Das heißt, wenn du selber wettest und verlierst, bekommst du 20% Retour. Oder wenn du gewinnst, hast du dadurch auch natürlich also einen größeren Vorteil wie jeder andere, plus du bist halt so 15% beteiligt bei jedem Rennen. Ja. Das heißt, 15% gehen in den Topf und dann werden diese 15% auf alle aufgeteilt, die dieses NFT halten. Okay, aber das Camel Race ist eigentlich nur um drauf zu wetten. Also ich spiele jetzt nicht irgendein Kamel und mache einen Hindernislauf. Genau, nein, das ist wie Pferderennen. Nur, dass Kamele drin sind. Ne? Okay. Bezüglich der Audit kam noch eine Frage. Von wem habt ihr eine Audit und habt ihr schon mal über Certik nachgedacht? Ist da was geplant? Ja, also wir haben jetzt von Solid Proof, das ist ein deutsches Unternehmen, ist auch auf der Webseite ganz oben, haben wir das Audit für den Token Contract und für den Maximizer. Für die Farms bekommen wir die Woche, spätestens nächste Woche. Und Certik sind wir auch schon im Gespräch, da haben wir auch schon Preise, aber da warten wir noch, bis mehrere Produkte fertig sind, wo wir dann eben dann nochmal ein Komplett-Audit von Certik auch machen lassen und uns dann auch listen bei Skynet, bei denen und so weiter und so fort. Okay. Das heißt, wir werden dann zwei Audits haben. Okay, Minimum. Sehr gut. Eine andere Frage war, das ist jetzt das erste Projekt, was du so machst, oder? Genau, also das erste Token-Projekt, sage ich mal. Ja. Also ich habe schon andere, also ich habe auch, wie gesagt, eine Firma, Sportwirt-Firma seit 2017, die gibt es auch noch immer.
Ich bin auch bei anderen Projekten, sage ich mal, beteiligt und auch fungiere ich dort auch, sage ich mal, so als Teil wie ein Unternehmensberater, sage ich jetzt mal, für Firmenkonstellationen oder zum Beispiel dann auch andere Sachen. Aber mein eigenes Crypto-Coin-Projekt ist das jetzt ja mein erstes. Ja. Ja. Die Natascha, sehe ich gerade, hat eine Frage. So, bitte, Natascha. Danke und hallo alle an alle. Ich würde gerne wissen, welche Bestandteile der Pläne schon fertig sind, also von den einzelnen Möglichkeiten, die sich außerhalb des Erwerbs des Kairo-Tokens befinden und wie weit die Sachen in der Beta-Phase schon sind. Also welche Teile sind ganz fertig, welche sind in der Beta-Phase und wann rechnet ihr dann mit dem Rest? Dass die Plattform vollständig. Ja, also der Maximizer ist schon komplett fertig und auditiert, funktioniert auch schon reibungslos. Gibt es auch noch Videos dazu, also wenn ihr da auch nochmal, ist halt alles auf Englisch, ne? Geht ihr dann hier runter auf YouTube, unseren eigenen Kanal, und da haben wir wirklich so eigene 2D, 3D Videos gemacht, wo alles genau erklärt wird, wie investiere ich und so weiter und so fort. Hier sieht man auch die Roadmap und wir wollen uns dann natürlich auch, da wo ein Häkchen ist, seht ihr auch, das ist auch schon alles fertig und bestätigt worden. Bei der Horus Farm ist jetzt noch kein Häkchen. Man kann zwar schon investieren, auszahlen, Profits generieren im Bereich Land. Ja, Land ist jetzt, wo ich jetzt ein Coin als Asset habe. Ich sehe auch schon in der History, das ist ja auch das, was wir mit eingebaut haben. Das heißt, was habe ich jetzt depositiert? Was habe ich für Withdraw gemacht? Ich sehe meine Interest, wo wir dann auch in Zukunft noch eine CSV-Datei einbauen, wo du diese CSV-Datei dann zum Beispiel auch ausdrucken kannst und dann deinen Steuerberater geben kannst, falls du halt hier Steuern zahlen willst, ne? Dass er hier einen super Überblick hat. Aber diese Farm, wie gesagt, ist noch im Beta. Laut Coda bis Ende der Woche alle Bugs behoben. Wichtig ist auch, hier kann jetzt kein Geld verloren gehen oder so, falls, weil es sind jetzt auch nur kleine Summen, die Leute hier testen. Aber laut Coda bis Ende der Woche hauen wir nochmal eine Woche drauf. Dann sollte das wirklich durch sein und dann ist wirklich, sag ich mal, dieses Produkt mit Einzelassets auch fertig. Sprich, dass jetzt Leute wirklich hergehen können und auch große Summen in diesen Einzelassets rein investieren können und dann auch erst fängt unsere Marketingfirma an mit Banner-Ads, YouTuber, also sehr große YouTuber, auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, da kann ich sagen, zum Beispiel wie Altcoin Daily, ja, also die Millionen Followers haben und so weiter und so fort, dann geht die Marketingfirma an. Als nächstes, das heißt, das ein, zwei Wochen sollte fix und fertig sein mit Audit, alles drum und dran. Das nächste wird dann sein unsere eigene Swap-Funktion. Das heißt, sieht man auch hier, Kairo Swap, wo man dann Kairo kaufen und verkaufen kann, direkt über unsere Webseite. Das heißt nicht mehr über PancakeSwap, dass man da jetzt extra auf eine andere Seite geht. Und dann kommen schon die NFTs Q3. Das heißt, eigentlich wollen wir so Mitte oder spätestens Ende nächstes Monats schon unsere Copy Trading NFT Collection starten. Da wird jetzt auch im Hintergrund schon die Webseite dafür gebaut und die Erklärungen. Das NFT ist schon fertig. Das Promo Video ist auch schon fast fertig, wird nächste Woche fertig. Und dann, was auch noch wichtig ist, wir bauen ja mit diese Farms, mit Landing, die ist ja noch nicht fertig. Das heißt, in diese Farm kommen ja noch zwei Produkte. Das ist das erste Produkt mit einem Asset und da kommen ja noch dann die Farms, wo ich Liquidität hinzufügen kann auf dezentralen Börsen, ja, wo man, sage ich mal, auch mehr Prozent erwirtschaften kann, wo ich aber zwei Assets zur Verfügung stellen muss. Die kommen dann im November bis Dezember und die bauen wir gerade mit Chainlink Labs zusammen. Da wird dann auch eine Partnerschaft announced, weil wir die Price Data direkt von denen bekommen und die das auch richtig geil finden, was wir da hier eigentlich bauen. Und ja, dann eben. So, wo ist jetzt die Roadmap? So viele Tabs offen.
Ja, und dann eben Lottery. Vor der Lottery wollen wir dann noch die Kamel-NFT mit reinhauen. Das heißt, das auf alle Fälle noch dieses Jahr, weil wie gesagt, das ist ja eigentlich schon fertig. Das brauchen wir nur mehr rebranden auf uns und testen ausgiebig. Und dann, wie gesagt, schauen wir noch, dass wir Lottery, Farmpot und Prediction dieses Jahr durchbekommen. Falls nicht, dann werden wir diese drei Sachen, sage ich mal, für nächstes Jahr für die Roadmap mit einplanen und dann noch eben auch andere Sachen, weil man das halt auch nicht vergessen, DeFi steckt noch in den Kinderschuhen und da werden noch einige Sachen auf uns zukommen und auch neue Produkte. Aber wie gesagt, hier ist die Roadmap und wie gesagt, wir geben halt hier auch Q2, Q3 ein, sprich wir geben hier nicht und sagen, okay, das ist nächste Woche fertig oder das ist an den und dem Tag fertig, weil meistens ist es wirklich so und das sieht man auch an den Großen, dass solche Zeitpläne nicht punktgenau im Vorhinein geplant oder delivered werden können. Also man hat immer eine Verzögerung oder irgendwas drin, drum Q3, Q2. Ja. Genau. Das heißt, um kurz zu sagen, Maximizer ist schon fertig, die Farms im Landbereich 2 Wochen noch, denke ich, Beta, dann sind wir da komplett durch und dann nächstes Monat NFT und dann eben, wie gesagt, die anderen Produkte. Gerne. So, da muss ich mal die Möglichkeit stellen, weil wenn jetzt keine kommen, dann sind wir durch. So, Ende sehe ich keine mehr. Im Chat sehe ich auch niemanden mehr. Dann hätte ich gesagt, wir haben ja gesagt, wir verlosen ein paar Kairos. Wir haben uns überlegt, da werden wir wieder 3 Fragen stellen zum einen und 2 Gewinner werden wir mit unserem Randy ermitteln. Also der Pablo wird jetzt dann die 3 Fragen in den Chat schreiben und jeweils der erste, der sie richtig beantwortet, hat halt dann einmal gewonnen. Ich sage dazu, jeder kann nur einmal gewinnen. Also sollte dann jemand noch einmal der Schnellste sein, dann müssen wir halt eine andere Frage noch einmal stellen. So, oder? Dauert immer ein bisschen. Der Gute ist nicht der Schnellste beim Tippen. Der schickt immer nur Sprachnachrichten. 2-Fingersystem. Wie die Beamten. So. Die Performance Fee. Andreas. Herzlichen Glückwunsch. 30%. Dann hätten wir mal unseren ersten Gewinner. Macht ihr das dann, diese Gewinnaufteilung mit Luca dann? Also die wir grundsätzlich machen. Die Distribution. Er muss die schreiben? Nee, ich habe die Probleme bis jetzt gehabt, dass ich ihn noch nicht erreicht habe. Also ich und der andere haben schon ein paar Mal geschrieben, aber noch nicht gemeldet. Okay. Achso, nein, du meinst einen anderen Lukas. Okay. Ja, der ist immer busy, der ist immer busy. Ich hab's gemerkt. So, der Michael Tiger ist unser 2. Gewinner. Ah, der Luca ist schon da. Sehr gut. Ist er schon da? Ja. Ich habe nämlich gerade geschrieben, weil wie gesagt, die Gewinner kriegen die Kairos direkt in den Maximizer geairdroppt. Mhm. Und genau. Da brauchen sie wahrscheinlich einen Ravelink oder irgendeine Person, die ihnen halt sagt, wie das Ganze da funktioniert. Ne? Und das ist am besten dann mit Luca zusammen machen. Donarisch, das geht schnell. Herzlichen Glückwunsch, Crypto Whale. Du bist der 3. Gewinner. So, da. Und dann machen wir es noch
einmal mit dem Randy. Da können jetzt auch noch zwei Leute gewinnen. So, dann klickt's einfach mal auf Participate. So, da. Ich kann gerade nicht drücken. Warum kann ich nicht drücken? Bei angehefteten Nachrichten steht Participate einfach drauf. Ah, ja. Danke. Bitte gerne. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Ganz klar. Meine Eltern sind dritte Klasse Volksschule ausgeschieden, habe ich genauso gemacht. Das lohnt sich nicht. Lieber in Krypto investieren, oder? Genau so haben sie gesagt. Toni, du bist aus Wien, oder? Linz. Ehrlich, ich bin auch aus Linz. Ja? Du hast aber auch so einen Balkan-Akzent. Liege ich da richtig? Ja, also meine Eltern sind in Rumänien geboren. Ich bin in Österreich geboren, also in Linz. Aber ich bin 2017 ausgewandert. Oder vorher, glaube ich, sogar schon nach Malta. Mhm. Wegen Steueroptimierung, ne? Und jetzt lebe ich aber in Dubai. Cool. Falls du mal wieder in Linz bist, lass uns auf einen Kaffee gehen. Ja, oder in Linz A1. Oder ja, Remember. Geht auch, ja. Perfekt. Ich hätte gesagt, wir lassen das jetzt noch bis um Viertel laufen. Dann werde ich das auflösen. Das müssen wir jetzt nicht live im Chat machen. Das sieht dann eh jeder. Perfekt. Ich sage Ich muss jetzt weiter. Muss noch was arbeiten. Hat mich sehr gefreut. Eine richtig geile Community, die ihr hier aufgebaut habt. Ich muss auch sagen, wir hatten auch schon einige Amas. Und diese Community hat wirklich von Abstand die besten Fragen gestellt. Und auch sehr gute Fragen. Also da merkt man auch, dass die auch zugehört haben im Call und dass die auch Ahnung haben von Krypto. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ja, schauen wir mal, vielleicht werden wir ja nochmal ein AMA planen. Nochmal Kairos verschenken. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch alle noch eine wunderschöne gute Nacht und wir hören uns. Dann sage ich auch von meiner Seite auf jeden Fall danke für die netten Worte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich eine sehr informative AMA. Ich habe eh schon im Chat heute angeteasert. Ich habe mir gestern schon eine AMA von euch angehört. Und ich finde es echt mehrwertbietend, sage ich jetzt mal, wie du das Ganze auch rüberbringst und auch sehr einfach verständlich machst. Also da Hut ab. Habe ich noch nicht viele gehabt, die das wirklich so laienfreundlich auch erklären konnten. Ja, da merkt man die Erfahrung. Ja, voll. Also es dürfte nicht die erste AMA gewesen sein. Nee, man merkt, dass er einfach Linzer ist und aus Österreich kommt. Perfekt, Jungs. Dann hören wir uns. Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Tschüss, Baba.